Hallo und herzlich willkommen Leute hier auf Twitch mit mir Gamma Goblin. Wir werden uns heute mal ein bisschen in die Gameboy-Ära begeben. Und zwar fange ich an mit einem absoluten All-Time-Classics, auch ein First-Gen-Gameboy-Spiel. Das Motocross Maniac. Oh, habe ich gerade einen falschen Knopf gedrückt? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist. Ich mache es ein bisschen leiser. Bei mir dröhnt es ganz schön. Ja, Gameboy ist immer sehr laut. So, das sollte jetzt... Ja, so sollte gehen. So, dann gehen wir doch mal da rein. So, es ist praktisch ein klassisches... Oh, ich muss erstmal wieder gucken, wie das geht. So, jetzt. Man sieht schon, das ist einfach nur ein klassisches Racing-Game. Aber an für sich ziemlich cool gemacht für die damalige Zeit. Ich kann halt mit B boosten, ansonsten gibt man mit A Gas. Das ist ganz, ganz simpel gehalten, das Game. Im Endeffekt geht es nur ums Timing. Und man kann halt, jetzt habe ich mich hingelegt. Man kann eben das Motorrad noch ein bisschen selbst steuern. Das dürfte sogar ein Nintendo-Titel, also von Nintendo direkt sein. Wenn ich das noch recht weiß, stand zwar in Palmcom da, aber das kann sein, dass das auch nur war das ein Konami Titel, ich weiß gar nicht mehr, ist schon so lange her. Hi Shadow. Ja, es ist, also bei mir ist schon wieder brutal warm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier ist es so unerträglich. Es ist einfach 32 Grad mit 30% Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit, das sorgt für einen hohen Luftdruck und ist mega einfach nur. Ja, und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß nur noch, wir müssen schnell genug immer die Zeitsymbole kriegen. Die hier. Ansonsten läuft mir die Zeit aus und ja, dann ist das Game um. Ich habe auch heute noch ein paar andere Teile. Das, ich fange praktisch mit den kürzesten an und die längsten gibt es dann zum Schluss. Ich habe auch noch, ich habe auf jeden Fall zwei Games dabei, die nicht so beliebt waren für den Gameboy, weil sie recht kryptisch zu spielen waren. Ach, da ist das Ziel. Ich wollte gerade schon sagen, Ziel gibt's doch auch. Okay, dann hast du Glück. Ich wohne zwar nett unter dem Dach, aber bei mir hier ist auch einfach nur warm. Ja, also wir haben immer eine Qualifying Time, die müssen wir wohl einhalten. Wow. Die Strecken werden halt auch immer schwieriger dann vom... Ah, shit, vom Steuern her. Die Symbole muss man nach Möglichkeit eigentlich alle kriegen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine bessere Reifen gekriegt. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ging. Ich weiß nur, man kann das irgendwie schaffen, ohne runterzufallen. Boah, aber ich habe keine Ahnung mehr wie. Weil das Spiel ist recht tricky, muss man sagen. Das mag zwar am Anfang so einfach wirken, aber das ist schwierig, das Spiel. Ach, über die Dinger kann man überboosten, okay, gut zu wissen. Also mal abgesehen davon, dass man im richtigen Moment boosten muss, muss man auch noch das Motorrad in die richtige Richtung bewegen. Nicht so einfach. Uiuiui, ich glaube, ich bin zu langsam. Gerade. War auch schon lange her, dass ich das gespielt habe. Kann ich mich noch dran erinnern, als das rausgekommen ist. Da war ich noch ein richtig kleiner Hosenscheißer, da war ich noch im Kindergarten. Das ist schon tricky, das Game. Okay, da oben war auch noch was. Das habe ich viel zu spät gesehen. Ach ja. Ich mache hier erstmal einen richtigen Abgang. Oh, man darf die Turbos nicht so wasten. Das ist richtig. Boah. Hey, komm. Zieh das Moped hoch. Uiuiuiui. Oh, das ist doch.
Weiß gar nicht, ob ich mich jetzt qualifiziert habe, werden wir sehen. Na ja, okay, wenn es ein Rekord ist, wird es wohl klappen. Oh, 3 PSPs ist natürlich nicht schlecht. Halte ich immer noch für eins der besten Retro-Konsolen. Also wenn man die praktisch homeboot, ist das ein mega geiles Ding. Eine PSP, ich habe ja auch noch eine, ich habe eine 2000er, eine Slim. Die letzte Version, die noch komplett Pandora fähig ist. Ein bisschen damit auskennt, weiß, was das bedeutet. Ah, Mist. Ja, jetzt habe ich verkackt. Holy shit, habe ich verkackt. Oh, wie mies. Kriegt man ja gar nichts. Ach komm, war das jetzt dein Ernst? Ah, Mist. Na? Ja, gerade wollte der gar nicht, wie ich will. Ja, ist auf jeden Fall, also PSP sage ich immer noch, ist mit einer der besten Retro-Handheld-Konsolen. Also die überhaupt ein offizielles Brand haben, also von Sony halt sind. Kann man sehr viel mitmachen. Die PSP 1000, die FAT, die hat sogar einen Infrarotsender. Mit dem kann man sogar Fernsehgeräte steuern. Ah, shit. Ist einfach nicht gebacken. Ja, die gehen auch ohne, also nur mit Kabel läuft das auch, ja. Bei meiner ist zum Beispiel der Akku platt, ich müsste erst einen neuen kaufen. Boah, ich war hier hoch geschafft. Ich bin trotzdem hingefallen. Boah, dass ich da gerade so gut durchkomme. Echt jetzt? Okay. Ja, musst halt gucken, wenn sie per Stromkabel noch funktionieren, dann sind sie auch funktionsfähig. Und auch wenn eine kaputt sein sollte, schmeiß sie nicht weg. PSP-Ersatzteile sind sehr beliebt. Also Original-Ersatzteile. Weil die kriegt man echt schlecht nur noch. Ich müsste bei meiner 2000er auch das untere Button-Panel müsste ich eigentlich mal restaurieren. Aber das ist ganz, da ist nicht so leicht dran zu kommen. Da gibt es im Endeffekt nur Third-Party-Sachen. Also von inoffizieller Seite. Klasse. Ach, ich hab gar keinen Boost mehr in der Klasse. Ich denke eben, warum geht denn das nicht mehr? Zu viel Boost verpasst. Ich glaube, hier gehe ich jetzt das erste Mal down. Und das Game wollte ich auch gar nicht so lang spielen. Ich wollte es nur mal zeigen, weil es tatsächlich zur ersten Generation Gameboy-Spielen gehört. Toll. Komme ich da gar nicht mehr hoch, oder was? Ja, wie soll denn das gehen? Ja, selbst wenn ich ein Salto mache, geht da nichts. Ja. Okay, das ist Softlock. Das sind halt so Sachen, das hatten die alten Games halt manchmal noch. Da haben manche Firmen nicht so drauf aufgepasst, ob das überhaupt geht oder nicht. Ja, das klappt nicht mehr. Gut, das war das erste Game, was ich zeigen wollte. Es ist sehr unterhaltsam, so ist es nicht. Ist halt jetzt gerade kacke, dass man sich hier softlocken kann, aber an sich bockt es schon. Das ist nicht so schlecht. So, was hatte ich denn dann noch? Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich hatte doch vorhin, was hatte ich denn noch meiner Sammlung gezogen? Ah, wo ist es denn? Grad doof. Ach genau, hier haben wir es. Auch ein Alltime Classic, kennen manche auch. Der gute Burai Fighter. Auch ein sehr, sehr schweres Spiel an für sich. Boah, mir reicht eigentlich der erste Level, der reicht erstmal. Kann man immer noch sehen. So. Auch ein sehr schönes Game. Zugegeben, das Sounding und die Musik ist ein bisschen aber gehört auch zur First Gen Game Boy Games gehört das. Und dafür ist es verdammt gut.
Habe ich früher auch viel Spaß mit gehabt mit dem Ding. Also man kann in 8 Richtungen schießen. Das ist auch selten gewesen. Also ich kenne sonst keinen so ein Game auf dem Gameboy. Es war auch damals eins der ersten Games, bei dem die Leute ein bisschen Motion Sickness gekriegt haben. Zumindest auf dem Gameboy. Eins der ersten Dinger. Unten sieht man auch, also ich habe jetzt die Waffe Laser eingesammelt. Es gibt noch ein paar andere. Und habe den jetzt schon auf Level 3 oben. Yay. Ein schönes kleines Game. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man aufhört zu schießen, dann normalisieren sich die Frames und man ist plötzlich schneller und kann sich besser bewegen. Das kann sehr für Verwirrung sorgen. Okay, Mulan, also das Mulan-Game für den Gameboy fand ich schrecklich. Aber ähnlich wie Zelda. Ich will das. Nein, er hat es mir nicht mehr gegeben. Hier sieht man dann auch, manchmal muss man am Gegner vorbei und rückwärts schießen. Ich weiß eh schon, irgendwie das 4. oder 5. Level gehe ich auf jeden Fall down. Da weiß ich nicht mehr genau, da muss man den Weg gut kennen. Da gibt es so einen schönen Weg, durch den man gut durchkommt, und es gibt viele Wege, die kacke sind. Da gibt es einen Laser, jetzt habe ich den auf Level 4. Umso höher die Level der Waffen sind, umso stärker sind sie. Jetzt kann ich auch nach hinten schießen automatisch schon. Es geht auch, wenn ich schräg schieße. Man sollte eben aufpassen, dass man die Waffen levelt und nicht ständig wechselt, das bringt wenig. Na komm. Wie Zelda ähnlich Mulan. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, was das sein könnte. Es gibt halt auch so viele Gameboy-Spiele. Ich glaube, für die Plattform sind irgendwie mehr als 4000 Games oder so released worden. Da alle zu kennen, ist schon, ist eine Nummer für sich. Okay, jetzt ist ein Level 6 Laser. Gleich Level 8. Ja. Ich glaube, ein Level geht noch, höher geht es gar nicht. Oh, beinahe, beinahe. Auch komm, L, spring um. So, doch. So, jetzt haben wir Level 9 Laser. Dann ist meine Energie komplett voll. Auf M, L, L, L. Ach, ich komm nicht dran. Na, dann nicht. Dann halt nicht. Also, wenn ich unten die Energieleiste voll hab, krieg ich ein Leben. Ah, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Weil ich mache immer erst eine Waffe voll. Man kann alle Waffen voll machen, aber man normal immer. Ach nee, der wechselt dann. Also wechselt er doch. Ich war mir eben nicht mehr sicher. Egal. Geht auch so. So schwer ist das jetzt auch nicht. Das ist nicht der Also, man merkt das extrem, wenn man die Schwierigkeitsgrade hochstellt, merkt man krass, wie schwer das Game sein kann. Ah, ich krieg meinen alten Laser aber wieder zurück, wenn ich Laser einsammle. Okay. Was war denn dann M nochmal? Das müssten Nizzles sein. R sind Rounds? Ah ja, das sind die Nizzles. Ach genau, die schießen immer in eine. Ah, jetzt war ich zu nah dran. Das war schlecht, eben hätte ich warten sollen. Eben war ich zu gierig. Ach, da war was. Man fängt, glaube ich, immer komplett von vorne an. Ach genau, stimmt. Da gab's was, wenn ich so schieße. Ah ja.
Muss da auch immer erst wieder überlegen, das ist so lange her alles. Weil der Laser bringt nichts mehr, der ist jetzt schon auf Maximum. Höher geht er nicht. Aber für die Zeit damals war Burai Fighter was komplett Neues. Sowas gab's noch nicht für den Gameboy. Na, wo bleibt der Boss kommen? Boah! Okay. Ich merke schon, ich bin da voll raus aus dem Game, aber so richtig. Ah, jetzt habe ich meinen Laser verloren. Immer die letzte Waffe, mit der man gestorben hat, die wird dann auf 0 zurückgesetzt. Vorhin hatte ich die Missiles drin, deswegen wurden die dann auf 0 gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Rounds ist. Aber die drehen sich wenigstens mit. Okay. Ich muss den länger kiten, dass der auf meine Seite kommt. Zugegeben, die Musik ist auch nicht das geilste bei dem Game. Aber ist eigentlich schon ganz gut. So, vom Gameplay her ist es recht schick. Ich lock den jetzt einfach ganz nach oben. Ach, die Rounds gehen durch. Ja gut, dann hat er gelitten. Dir ist schlecht vom Essen, hi Albino. Ja, das war voll schlecht. Ah, die Mucke sammelt sich auch gut von dem Game. Das gute Burai Fighter. Aber für Game Boy Sound halt recht quietschig, wie man es so kennt. Und das hier. Okay, das hat 5 Level. Oh! Zermatscht. Da wieder raus muss. Das ist auch manchmal mies bei Burai Fighter zu sehen, ob man da raus kann oder nicht. Da die Kamera ja eher langsam ihren Weg findet, sieht man das manchmal sehr, sehr spät erst, ob man da durchkommt oder nicht. Ja, die guten Chiptune-Sounds hier, das war noch was. Früher war es noch eine richtige Kunst, anständige Lieder damit zu machen. Heute haben sie ja MP3-Sound und alles. Und die B-Bombe oder was? So eine Screen Clearer Bomb gibt es hier auch. Kann ich auch aktivieren, aber das mache ich eigentlich eher selten. Oh.
egal, jetzt nicht die Missiles. Die sind auch sehr stark, aber man hat halt eben das Problem, dass die nur nach vorne schießen. Und was nun? Ach, das ist viel. Okay. Ich muss den halt an diesen Segmenten treffen. Das Dumme ist, dass er einfach durch den Bildschirm kann. Den haben wir. Ja, der war leichter als der erste. Yay, Special Bonus. Ach ja. Ja, wie gesagt, also bei mir hier ist es sehr, sehr warm. Ich habe im Moment auch gar nicht so den Hunger und... Ach, und generell strengt mich dieses Wetter. Ah, oh, das war gemein. Das war fies. Ich habe gedacht, der wäre schon durch. Ich wusste gar nicht, dass da nochmal ein Stein kommt. Kommt der jetzt nochmal oder nicht? Ne, der kommt nur einmal. Okay. Also zumindest nur einmal am Anfang, wenn man hier auftaucht. Boah. Okay, solche Sachen sind natürlich auch fies. Aber wie soll auch sonst, sag ich mal, die Replayability ist dann halt von dem Game nicht gegeben, wenn man das halt auf einmal durchschauen kann. Da dürfen dann auch mal ein paar unfaire Sachen dabei sein. Ich meine, das ist halt das, was Retro-Games ausmacht. Es gibt halt so ein paar Designentscheidungen, die würde man heute nicht mehr treffen. Oh, jetzt habe ich voll gefailed, ey. Eieieiei. Ich bin heute schlecht. Man merkt schon, die Hitze, die drückt mir voll aufs Hirn. Da habe ich einfach nicht die Reaktion. Ja, die nächsten zwei Titel sind eher nicht so beliebt. Die meisten geben sogar schon, wenn sie überhaupt durchs erste Level kommen, geben die meistens schon auf. Weil die sind nicht ganz, also sie sind nicht übertrieben kryptisch, die Games, aber sie sind halt für das, was sie sind, ziemlich schwierig. Und auch sehr langwierig, muss man dazu sagen. Also das werden wir auf keinen Fall schaffen durchzuspielen. Ich werde so weit spielen, wie es geht. Aber durchspielen eher nicht so. Die schießen halt immer nach rechts. Ich glaube, das dauert auch bis Stufe 4 oder 5, bevor die mal nach vorne rausgehen. Ach, Kacke. Die Ringe sind halt auch gut. So, rein da in die Olga. Hi, Crycox, grüß dich. Oh, no. Ja, jetzt schießt es in beide Richtungen. Nur, dass ich die Missiles halt auch mal zeige. Eieiei. Okay. Gut. Das sind halt die zwei kurzen Gameboy-Titel, die ich zeigen wollte. Die sind. Also, Burai Fighter kann ich nur empfehlen. Ist ziemlich cool, ist aber halt auch schwer. Ja, kein Thema, Crycox. Deswegen gibt's ja VODs. Kannst dir es ja immer noch angucken. Ich hatte auch ein Problem am Anfang mit dem Mikrofon. Also, nicht wundern, dass ich erstmal viel zu leise und unverständlich bin. Hi, Cherusius. Grüß dich. So, jetzt kommt ein Game, das ist nicht so beliebt unter den Leuten, die Gameboy-Spiele kennen.
Das war Peter Pan. Nee, nee, das war nicht das alte Mikro. Und so. Wie funktioniert das Game? Also erstens mal, wir müssen hier gucken, auf der Windrose, wo die Level sind. So, am Anfang gehen wir in Pirate Forest. Da sieht man auch schon, was sie von einem wollen. Beziehungsweise hier sagen sie, man soll nur vorsichtig sein. So. Ah, das Problem ist, dass das Spiel sehr schwer ist. Und man krass mit seiner HP haushalten muss. Man hebt alles auf, indem man sich drüber beugt. Fleischkäse-Sandwich, ja, dann lass es dir schmecken. Und man muss aufpassen, er ist zwar Peter Pan, aber er kriegt Fall Damage. Man kann sehr weit springen, aber wenn man runterfällt, kriegt man trotzdem Schaden. Ah, ich hasse das. Deswegen dieses Game. Ich weiß nicht, was die Entwickler dabei gedacht haben, aber das ist für ein Kinderspiel viel zu schwer. Also ich habe da auch meinen schieren Kampf bei dem Game. Und auch wenn man Leben kriegt, das ist so wenig. So, und um was geht's? Wir haben da unten, haben wir eine 3 stehen und zwei Symbole. Am wichtigsten sind die Kugeln. Die brauchen wir. Ich glaube, diese Schlangen kann man nicht töten. Nein. Man kann über sie drüber springen, an der allerdings nicht. Boah. Boah, und ich glaube, der one-hittet einen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Den darf man auf keinen Fall berühren. Auch das Kämpfen ist mega clunky bei dem Game. Ja. Ja, hier kann er nicht fliegen. Und erst wenn er von der Tinkerbell Staub kriegt, sonst nicht. Und wir müssen diese Perlen finden. Zusatz-Items sind, glaube ich, die Fingerhüte. Und auch ins Wasser springen killt sofort, soweit ich das noch weiß. Ich weiß nur, es gibt 1000 Wege hier zu sterben und nur wenige das Game zu gewinnen. Da sind halt manchmal echt Situationen drin, ne? Sowas würde man heute nicht mehr machen. Heute sind die Games eher ziemlich supportive, die helfen einem. Oh, ganz vergessen, dass der klettern kann. Ah, da ist ein Fingerhut. Da ist eine Perle. Weil um die Perlen geht's halt. Wir müssen noch 4 Stück müssen wir finden. Ah ja. Das Tinkerbell, die greift die Gegner an für mich. Normalerweise, glaube ich. Oder man muss die erst aktivieren. Ah ja, man muss die erst aktivieren, da war er. Boah, das war gemein. Ach ja, stimmt, die können eigentlich gar nichts machen. Ich habe vorhin noch gedacht, die Bananen tun weh, aber man rutscht da nur. Also man stirbt doch nicht, wenn man ins Wasser fällt, man springt dann nur weit. Das war der falsche Weg, ich muss da hoch wieder. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Schwierige, hier erstmal rauszufinden, was muss ich überhaupt machen. Und dann auch dieses, wo ist das? Weil die sind teilweise, sind diese Gegenstände so eklig in den Leveln versteckt. Und ich muss halt echt sagen, Schwierigkeitsgrad für Kinder, never, das ist viel zu schwer, das Game. Ich habe mich da als Kind einmal komplett durchgequält gehabt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Ach, wir müssen die Früchte, um die ging es hier. Das andere sind schon Special Items wohl. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Das Exit. Exit ist, glaube ich, der Anfang, oder?
Boah, ich weiß das alles nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich muss jetzt halt noch das Exit erreichen. Ich glaube, dass das der Eingang einfach ist. Man sollte Peter Pan auch ein bisschen Platz zum Laufen lassen. 2-3 Schritte, sonst macht er voll den verkümmerten Sprung und man schafft es nicht. Boah, diese behinderten Schlangen, ey. Ja, man muss sehr nah ran, um die Gegner zu treffen. Manche sind auch unverletzlich. Die Piraten natürlich nicht. Aber bei manchen Gegnern ist es so, die kriegen keinen Damage. Und bis man das raus hat, dass die keinen kriegen, hat man sich meistens schon 1-2 Hits eingefangen. Ja, Alter, was willst du denn? Nee, das hier ist der Eingang. Das war falsch. Ich muss nach rechts durch. Ich hoffe, ich habe noch genug HP, um das zu überleben. Das Spiel ist halt bockschwer. Ah ja, da. Boah, der hat mich noch erwischt, geil. So, das erste Level geschafft. So. Wir können in die Lagune, in die Geistermine und in die Ewigbäume. Boah, sie sind alle kacke, die Level, die Ghost Mine halt auch. Okay. Also wir haben jetzt noch einen Metalldetektor zusätzlich. Geister sind unbesiegbar, ich hoffe, das muss man nicht dazu erklären. Du blödes Vieh, kannst du mal da weggehen? Ist auch gar nicht mehr... Ne, den muss man nicht aktivieren, der geht glaube ich einfach so an, der Metalldetektor, wenn man über der richtigen Stelle ist. Das ist auch sowas, wenn man Select drückt, hat man diese Schwungkamera. Da kann man ein bisschen außen rum gucken, aber man sieht ja wie begrenzt das ist. Da ist Tinkerbell, komm mal her. Das Fleisch. Also ganz unten rechts auf jeden Fall immer das Missionsziel. Und hier haben sie gesagt, wir sollen Gold sammeln. Mach mal die Spinne tot, Tinkerbell. Ach, das kannst du nicht, geil. So habe ich denn dich eigentlich. Boah. Man wird auch immer so hässlich weggeschubst von den Gegnern, wenn man getroffen wird. Okay, der will mich nicht durchlassen. Und tut mir auch noch weh. Man muss auch recht mit dem Sprungknopf, muss man gut dosieren. Ich weiß gar nicht, müsste der den Metalldetektor erst finden? Nee. Ja, klasse. Boah. Ich hatte mich noch voll erwischt, was sonst. Kannst du den nicht killen? Okay, muss man hier die Törtchen einsammeln oder was? Also gerade wirkt das zumindest so. Ah, jetzt geht er weg. Genau, da war was. Ich weiß nämlich nur noch, der geht weg, wenn man nur noch eins von dem Objective sammeln muss. Ach, da ist er. Da ist er, unser Metalldetektor. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie verwendet man den. Ach, einfach nur... Ah, okay. Es sieht aus, als wenn Peter Pan Staub saugen würde. Ach, es gibt nur Punkte. Okay. Also wie Tinkerbell von dem Gold gesprochen hat, dachte ich erst, das wäre das Missionsziel. Punkte geben auch Leben, aber das dauert seine Zeit. War gut, sind wir voll. Voll. Ja, weil den Zombie, den kann ich schnell aufhalten. Ach, der kommt immer wieder. Gut, ich muss von oben lang.
und wieder zurück. Ja, ich glaube, nur mit Tinkerbell kann man bei dem Staub fliegen, kurzzeitig. Das habe ich ja vorhin gemacht. Ah, das ist die Perle. Das sind so schwarze Perlen, sind das. Ich weiß gar nicht, was die mit Peter Pan zu tun haben, aber... Nehmen wir sie halt. So, ich weiß, ich muss nur jetzt gucken, wo der Ausgang ist. Ja, schon wieder so ein Drache. Ah, da ist es. Gut, das haben wir auch. Also, Geistermine geschafft. Ich hasse dieses Level. Da ist die Lagune. Im Pirate Forest waren wir doch vorhin. Ah, die versunkene Stadt ist auch kacke. Erstmal zur Lagune. Die versunkene Stadt ist ätzend, weil man ist wirklich unter Wasser und man hat nicht unendlich lange Luft. Und das wird auch direkt von der HP, soweit ich weiß, noch abgezogen. Das macht es schwer. Weil wenn die HP und die Luft dasselbe sind, das ist dann immer so eine Sache. Na komm, ist dein Problem. Komm. Okay, will nicht, dann halt nicht. Okay, die Objectives sind hier auch wieder diese Bären. Sind sie jetzt mit? Oh, irgendwie. Okay, die will nicht, dann halt nicht. Dann flatter da halt blöd durch die Gegend, wenn du nicht willst. Könnte aber auch sein, dass wir dafür die Fingerhüte brauchen. Ich bin mir da alles nicht mehr so sicher, das ist schon so lang her. Ich glaube ja, dass der Fingerhut wichtig ist. Zum Glück kann Peter Pan wenigstens schnell klettern. Wo geht sie jetzt mit? Ja, jetzt geht sie mit. Also der Fingerhut ist das. Dann ist der Fingerhut auch, und so befehlige ich die. Na komm, beweg dich. So. Ja, irgendwo sind schon wieder Schlangen. Ich habe eben schon wieder gehört, dieses Geräusch. Okay, der lässt sich pieksen und haut ab. Okay. Boah, jetzt kommst du wieder runter, ne? Mock. Oh nein, nicht gut. Boah, das. Zum Glück tut das nicht so weh. Aber Fall Damage gibt's halt. Ah, da oben ist noch eine Beere. Das war das da hinten. Na, ich spring da schon wieder runter. Man hat nicht so viel Kontrolle in der Luft über ihn. Du musstest jetzt schießen, ne? Für dich gab es jetzt keine andere Möglichkeit. Ah, da hinten ist noch ein Fingerhut. Da hinten sonst noch irgendwas. Da ist was. Und zumindest hier hinspringt. Ah, das Fleisch, dann werden wir voll. Ah, da ist die nächste Frucht. So. Oh, klasse. Boah, da sieht man mal, wie viel HP das abnimmt, ins Wasser zu fallen bei dem Game. Es gibt halt manche Sachen, die machen so einen höllischen Schaden, da darf man halt auf keinen Fall irgendwo reinfallen. Wenn ich jetzt nochmal da reinfall, bin ich down. Und dann macht die Schildkröte sowas, ey. Mal abtauchen. Ey, komm, die stellen sich vor mich. Ich warte die ganze Zeit, dass der schießt. Und dann direkt, als er vor mir steht, da packt er dann auf einmal die... die Knarre aus hier, das glaube ich doch wohl nicht. Ich geb dir, blöd Mann. Boah, hier darf ich jetzt nicht reinfallen. Ja genau, lass mich raus, ey.
Wie man auch sieht, dass die HP füllt sich nicht ganz auf, also die Hitpoints. Boah, Flying ist schwer. Ja gut, muss man halt auch mal zeigen. You cannot face the task ahead without your magic sword. Rufio, the leader of the Lost Boys, has the sword. Okay. Ja, aber da muss ich doch nicht nochmal in die Geistermine. Ach, da sind die Never Trees. Ich glaube, der ist da. Wow, here is the Never Tree. But watch out, the Lost Boys don't believe you are a Peter Pan. Okay, gut, dann sind wir hier richtig. Ich weiß nicht, wer den Film Hook gesehen hat. Au. So. Kann ich's noch? Ja, ich kann das noch. Ich weiß gar nicht, ob das nur Punkte gibt. Keine Ahnung mehr. Bis jetzt sieht so aus, als gibt es nur Punkte. Ja, es gibt nur Punkte. Okay. Dann ist egal, dann brauchen wir das nicht. Das ist auch nicht so einfach. Das sieht zwar easy aus, aber da hochkommen ist nicht so einfach. Boah. Okay, hier fallen einfach mal Rieseneicheln runter. Ach, ich hasse die Jungs mit ihrem Bogen. Die sind noch schlimmer als die scheiß Piraten. So. Was noch eine Frucht? Weil hier muss man 7 Früchte sammeln. Das ist recht viel. In den wenigsten Level. Na, warum duckt er sich denn dauernd? Jetzt müssen wir da hoch. Ach ne. Jetzt einmal. Roll. Ah, shit. Oh, ich weiß, dass man da durchkommt. Mach mich halt narrisch. So, jetzt. Perle. Irgendwas kann die Perle auch noch, aber ich weiß nicht. Nein, ich will nicht runter. Ach, Kacke. Ja, gut, bringt mich nur hier hin, dann geht's ja noch. Ey. Die Eichel, da hat mich die Eichel erwischt. Mhm. Der Film Hook ist auch mit Robin Williams. Der spielt den Peter Pan da. Jetzt hab ich dir gegeben. Oh, ein kleiner Nervtöter. Und wir sind leider wieder ganz unten. Man kommt auch so hoch, ja. Ach Mist, jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht, dass die Eichel da runterkommen. Ja, da oben war ich jetzt auch noch nicht, glaube ich. Jetzt so. Na! Ah, ich hasse das. Come on, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso schaffe ich denn das gerade nicht? Meine Güte. Komm jetzt! Oh. Das ist eine Anstrengung, das hier ist. Da schwitze ich ja gleich dreimal so viel hier. Da hinten ist die andere Frucht. Mal ein Stück noch. Ich glaube, hier unten ist noch einer. Ah, da ist er. Ne, da kann man gar nicht hoch. Der ist so hoch. Ja. Geh weg.
Oh, ich kann das Vieh nicht killen. Das ist halt auch bei dem Game ein bisschen nervig. Es gibt sehr viele Gegner, die man nicht killen kann. Die dann einfach hässlich durch einen durchfliegen. Hi Phoenix, grüß dich. Boah, geschafft. Na, du blöde Eichel, willst du nicht runter... Ja, jetzt willst du runterfallen, genau. Das Game hier, das hat halt echt ein paar sau fiese Ecken, hat das. Ah, da ist nochmal Fleisch, das ist gut. Dann haben wir nochmal voll. Ich frag mich, wo die letzte Frucht ist. Die muss eigentlich irgendwo hier oben muss die sein. Also es gibt auch ein paar Level, bei denen ist es unglaublich schwer, diese Objectives zu finden. Jetzt falle ich auch noch voll daneben. Oh, da ist noch eine Perle, das ist gut. Hau ab, du dumm. Ey, diese dummen Bienen, ey. Geh doch weg. Jetzt. Was soll denn das werden? Wollt ihr mich jetzt roamen oder was? Geht weg? Oh shit. Oh, bin ich gerade dumm auf das Ding draufgefallen. Das gibt's doch gar nicht. Ne, gerade will gar nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Geht's große Gefehler auf einmal los. Von jetzt auf gleich. Eben bin ich doch alles recht souverän hier durchgekommen. Jetzt geht auf einmal das Gefehle los. Lass mich einfach in Ruhe, du dummes Vieh. Such dir wen anders aus, den du pieksen kannst. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, Ati! Dank dir für den Raid und herzlich willkommen an die Raider. Wir spielen hier gerade Hook auf dem Gameboy und ich muss mich ganz schön quälen. Das Game ist wirklich schwierig. Also, dass das ein Game für Kinder sein soll. Oh, okay, die Frucht ist irgendwo anders. Hi, Ati, na? Was habt ihr Gutes gespielt? Ach, ihr wart in Splatoon, okay. Und war es wenigstens erfolgreich. Hast du die Gegner schön bunt mit Farbe eingeseift? Hi Tini, grüß dich. Ach, okay. War hoffentlich erfolgreich. Ja, dann ist ja nice. Dann steht der ganzen Sache ja nichts mehr im Weg. Ich muss gucken, wo diese letzte Frucht ist. Das gibt's doch gar nicht. Boah, hier sind. Ey, du hast mich noch getroffen, oder was? Okay, ich glaube, hier verliere ich mein erstes Leben. Das Game ist aber auch schwierig. Das ist mit eins der schwersten Gameboy-Games, die ich kenne. Und das, was anschließend noch kommt, was ich noch im Petto habe. Ach genau, wenn wir gerade schon mal dabei sind, was mache ich denn, So. Erstmal einen guten Shoutout für die gute Mondkatz und natürlich auch für den Teefisch. Und da hauen wir gleich noch ein paar andere hinterher. T steht für Babbage, du machst was? Bitte was? Das kommt immer so random, ehrlich. Okay. Was machst du? Hey, was habt ihr denn da gemacht? Was denn? Ach, das war so ein Miescreen. Der Unterwelt durch eine Verkette von Ereignissen mehr oder weniger die uns bekannte Welt erschafft. Ach, ich kann das. Ach, schön, dass den Boss auch mal zu sehen. Na? Achso. Ich hab den Emo abgeklickt. So, jetzt. Kannst du auch so machen? Ja, danke, Arti, danke. Euch natürlich auch noch viel Spaß. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Jetzt nochmal daneben springen, ist vorbei. Ach, echt jetzt. Dumme Tür. Bleib offen. So. Was? Er liebt euch? Ich dachte, es ist genau andersrum.
Oh, ich muss den Sprung wagen, ja gut. Oh, da war die letzte Frucht, eben habe ich sie gesehen. Na, ich habe keinen Lurker gecallt. Das war doch kein Lurker gecallt. Ich wusste gar nicht, dass du da bist, Klotzi, und hallo. Ja, und Leute, guckt bei denen, die ich Shoutout auch immer mal rein. Ist immer unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen. So, erstmal hier Basketball. Wir müssen diese Früchte hier einsammeln. Das ist tatsächlich das Spiel zum Film Hook. Mit Robin Williams. Oh, das ist echt schwierig, das Game. Ach, komm. Blöde Eichel. Im Moment habe ich Full Life, sollte ich mir besser nicht nehmen. Okay, das ist ein cooles Emoji. So, schwarze Perle. Die müssen wir auch nochmal runter. Da ist auch noch eine Frucht. Da muss ich sehen, dass ich auf halber Höhe so ganz nach rechts komme. Das war die, die ich gerade nicht gefunden habe. Ah, okay, Fischi. Das ist ein Ding. So, genau die Frucht habe ich gemeint. Das war auch echt hart, dass hier 7 Früchte zu finden sind. Das ist halt viel. Ach komm. Geh down, lass mich in Ruhe. Der gute Flying Command. Och, echt jetzt? Der kommt aus dem Bildschirm, hat schon die Waffe gezogen und schießt in dem Moment, wo... Ah, nein! Ach, gut, nicht ganz runtergefallen. Huiuiui. So, jetzt wieder nach oben. Ach, ist das immer anstrengend hier. Oh, da müsste ich auch so hochkommen. Da muss ich eine schwarze Perle verbrennen. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Durchrennen. Geschafft. Ja, das kann ich mir vorstellen, Fischi. Manchmal braucht der Körper seine Pausen. Da hinten geht es so lang. Ja. Das war, glaube ich, das, was ich vorhin übersehen hatte. Da unten drunter müsste eigentlich was sein. Ja. Das hier habe ich gesehen. Das war die eine Frucht, die mir vorhin gefehlt hat. Die anderen habe ich alle gefunden. Das war die einzige. Die habe ich dann eben gesehen, als ich tot war. Genau, die Perlen sind zum auf den Staub draufspringen, auf den hier. Bei mir, ich habe das Game auch schon mal durchgespielt, ist bloß schon sau lange her. Ich muss dann immer erstmal wieder überlegen, wie das war. So. Na komm. Hui. Das gibt's nicht da oben. Ja. Ist eh die letzte. Ich muss jetzt nur noch raus. Ich glaube, danach kommt der Fight mit Rufio. Hoffentlich krieg ich das überhaupt gebacken. Ist alles schon so lange her. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg. Die machen einfach viel zu viel Schaden, die Viecher, um sich davon erwischen zu lassen. Geh weg! Ja, die wollen mich grad nicht in Ruhe lassen. Komm runter, Eiche. Auf, komm runter. Auf was wartet das Ding? Ach ja, jetzt wo du mich voll erwischen kannst, dreimal, dann kommst du runtergefallen. War ja klar.
Na, lass mich. So. Ja, die Rooster Power, genau. So, jetzt wie rüber und raus hier, Alter. Es gibt so ein paar Level in dem Game, die hasse ich. Ja, das Beleidigungs-Battle, ja, das ist gut. Ja, okay, ich muss in die einzige Uhr bringen. Da war ja noch was. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Laguna haben wir auch schon. Ich bei der Geistermine was? Ach, die Sunken City. Ah. Das wird jetzt unangenehm. Ich hasse dieses Level. Das ist mit Abstand das bekackteste Level, was es überhaupt gibt. Boah. Weil erstens, man macht alles einen Haufen Schaden. Man kann sich nicht überall durchbewegen. Dann muss man die Perlen von den Austern oder was das sind, da noch einsammeln. Und das Schwimmen, das fühlt sich auch alles andere als natürlich an. Lass mich raus. Na. Oh, hier gibt's Luft. Das ist der einzige Vorteil, was ist, wenn man sich die HP mit den... Also die Luft mit der HP zusammenteilt. Wenn man dann Stellen findet, bei denen man Luft holen kann, kann man sich natürlich auch HP holen. Kannst du mal weggehen, du bescheuerter Taucher? Oh nein, Wasserwirbel. Weg da. Ja, ja, ganz, ganz easy. Sieht glamourös aus und ist easy. Geht alles locker von der Hand. Genau die Perlen müssen wir holen. Das Gemeine ist auch, die kann man nicht holen, solange die Muschel geschlossen ist. Das macht das auch nochmal eklig. Okay, hier fallen Fässer runter. Boah, der Wirbel ist auch hart. Okay, der Pull-Life ist wieder runter. Au! Die Satine auf Viagra, genau. Boah, das Game ist so ätzend schwer an manchen Stellen. Die Stelle hier mag ich auch überhaupt nicht. Also es gibt wenig, was ich echt hasse, aber das ist eins von den Wasserleveln, die so hart nervig sind. Dagegen ist bei Super Mario jedes Wasserlevel eher wie Urlaub. Lass mich durch. Boah, yo. Genau, ey. Es gibt nicht genug Gegner in dem Game, ne? Weil ich nicht auf einer Stelle. Boah, der hat mich einfach dreimal getroffen. Noch drei Perlen. Boah, ich muss nochmal aufladen. Da hinten ist einer. Lass mich durch! Ja, ja, genau. Ach shit, das Ding wollte ich gar nicht nehmen. Ja. Hier ist auch nochmal aufladen. Kannst du mal aufgehen? Nach. Der Pete Pan hier, der lässt sich so schwierig steuern manchmal. Die Qualen, die geht weg. Da ist der Wecker. Brauche ich nur noch zwei von den Austern. Oh,
kommen. Wo sind die? Wahrscheinlich irgendwo hier unten oder so. Boah. Lass mich. Der bleibt manchmal so komisch an der Wand hängen. Da kann ich überhaupt nichts mehr machen. Ja, warte mal, hier waren wir doch schon. Oh, ich gehe einfach mal an die Oberfläche. Lass mich durch. Boah, der Sog ist so heftig von diesem Strudel. Der zieht einen selbst aus 50 Kilometer Entfernung noch an. Ah, da ist noch eine. Noch eine. Komm, noch eine. Eine blöde Auster noch. Genau. Auf, komm, tauchen, tauchen, tauchen. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Wo ist die letzte Kackmuschel? Ah, hier nicht. Okay, hier kommen wir wieder raus. Ah, das ist auch immer so ein Ding. Wo sind die Items bei dem Game? Man sieht das so schlecht. Kaum Überblick über die Karte. Oh, super. Ah, lass mich. Geh weg, du Strudel. Mal so ein bisschen mit nach unten tragen lassen. Boah, mitten in die Gegner rein. Besser konnte man das Ding nicht platzieren, oder was? Na. Musste irgendwo... Ja. Aber man muss echt haushalten mit der Luft. Bloß nicht zu weit runtertauchen und nicht wissen, wo man sich aufladen kann. Ja, das war... Wobei man sagen muss, dass, also früher waren viele Games, die so auf Filmen und so basiert haben, die waren meistens kacke. Ich kann echt sagen, das sind wirklich wenig Dinge, wo man sagen kann, das ist ein gutes Game. Ich denke nur an so Dinge wie Terminator 2, The Judgment Day. Holy shit, ist das ein Kackspiel eigentlich auf dem Game Boy. Ich meine, wenn man mal durchgestiegen ist und weiß, was man machen soll, geht's ja. Aber an sich ist es trotzdem kein tolles Game. Wo ist denn diese verfluchte letzte Muschel? Jetzt gibt mir die Fliege wieder auf den Keks. So wie gestern, als sie mir ins Genick geflogen ist. Das hat saumäßig gekitzelt. Boah, E.T. ist auch kacke, ja. Für ein Atari. Da ist es. Muss ich nur wieder an die Wasseroberfläche. Ah, hier ist nochmal Luft, aber ich bin eh voll, aber egal. Ich habe hier eine Fliege in dem Zimmer hier drin. Und die hat eigentlich den letzten Kübel gekackt. Ich habe sie nur noch nicht erwischt. Aber auf der, die ist auf jeden Fall, ich habe schon einen Grabstein mit ihrem Namen drauf. Okay, da haben wir die Glocke. Ja, genau. Keine Ahnung, was das für eine Fliege ist, aber die spielt mit ihrem Leben. Beziehungsweise ihr Leben hat sie eigentlich schon verspielt. Wo war denn das jetzt? War hier drüben und dann die Never Freeze. Ja, nein. Okay. So, jetzt wird geflogen. Oh shit, ist das so kacke, diese Stelle. Dynamit. Dynamit. Ich brauch Perlen da. Mal auch mitnehmen. Boah, shit, voll in die Wolke rein. Dass man so spät sieht, was das mal werden soll. Ein Coin wird oder was auch immer. Hallo, Perlen? Gibt's keine mehr. Okay, Leben verloren. Na, wo ist denn das Flying? Ach, Fight Rufio, oder? Ah.
Gut, dass ich in so Sachen echt gut bin. Ja, du Schmock. Dich kalt. Ja, genau. Das stimmt, ja. Pirate Forest, the Lagoon. Hier ist nochmal Flying. Ich glaube, diesmal darf ich sogar nicht verkacken, diesmal muss ich da durch. Ey, wo hätte ich da eben hingesollt, um nicht getroffen zu werden? Bomben. Die Bomben. Holy. Ah. Ja, diese eine Wolke, die war viel zu nah dran. Da hätte ich nicht mal weggekommen, selbst wenn ich noch so sehr gewollt hätte. Das ist die schwarze Perle. Okay. Gut, wir haben das geschafft. So, jetzt müsste ich weitergehen. Marine World. Ach, das ist ja nochmal tauchen. Ah, was hab ich mir eigentlich gedacht? Oh, 9? Ach. Ach, ach. Also ich sag mal so, das ist eins von den Gameboy-Spielen. Wenn man Spaß haben will, spielt man besser was anderes. Das Game ist schon mega lästig zwischendrin. Ey! Und hat auch ein paar echt böse Dinger. Auf, geh auf jetzt. Blöde Auster hier. Keine Zeit. Wieder voll machen. Wieder runter. Lass mich durch. Ja, genau. Unter dem Meer. Singt dann Sebastian die Krabbe. Singt das. Übrigens ein sehr cooles Lied, aber nur die alte Version. Ich muss sagen, die neue Version, die sie neu vertont haben, die klingt einfach so scheiße. Wir hatten einfach früher mal besser deutsche Sänger, also zumindest was Disney so angeheuert hat, das war früher besser. Also ohne sagen zu wollen, früher war viel cooler, Alter, aber es ist einfach mal so. Das ist auch die neue Gesangsstimme von Timon und Pumba, ey, die gefällt mir gar nicht. Bei dem neuen König der Löwen, also die neue Hakuna Matata-Version, die ist aber mal... Ui... Ich meine, sie ist nicht so krass schlecht, aber sie ist auch nicht so toll. Da war das halt früher mal besser, die alte Version. Hey, Bombo, grüß dich. Mal sehen, ob ich das Game überhaupt mit 2 Leben noch durchgezockt bekomme. Es wundert mich eh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin bis jetzt. Ich habe mich viel früher schon aufgeben oder sterben sehen. Na, lass mich da hoch. Boah, ist das... Button Mashing Deluxe hier. Allerdings kommt man von der Seite wieder leichter raus. Ein Business Meeting. Ja, da hast du recht. Genau das ist das nämlich, weil die. Ich sag mal so, wir haben immer noch eine gute Synchronstimmenkultur hier in Deutschland. Also wenn da manche so auf hohem Niveau rummeckern, die deutsche Synchro ist schlecht. Ja, so schlecht ist die gar nicht. Guckt euch mal die Synchronisation aus Arabien oder so an. Da wisst ihr genau, dass das hier in Deutschland schon verdammt gut gemacht ist. Da ist nicht einer, der alles spricht. Sondern bei uns wird sogar drauf aufgepasst, dass das Lippensynchron einigermaßen stimmt.
Das wird in ganz wenigen Ländern wird das überhaupt so hart praktiziert wie bei uns. Boah, ey, ist das anstrengend, hier dauernd den A-Button zu mashen. Nur zwei noch. Lass mich durch, blöde Qualle. Man darf halt in den Leveln, darf man bloß nicht zu lang stehen bleiben. Das killt einen schneller, als lieber mal kurz in die Gegner rein zu donnern. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Lass mich durch, du blöder Taucher. Boah, da drüben ist Luft. Ich hab's genau gesehen. Lass mich durch. Auffüllen. Also geht doch. Was meinst du, wieso, Shadow? Oh. Weil man sonst Luft verschwendet. Und sich bewegen, lieber auf hier so einen Wasserspiegel zu, um sich wieder aufzuladen, ist sinnvoller, als irgendwie stehen zu bleiben und keine Ahnung, auf irgendeine Gotteseingebung zu warten. Das bringt halt nichts. Dann lieber bewegen. Boah, komm, beweg dich. Lass mich. Blöde Strudel da. Wo ist denn diese letzte Muschel? Boah. Boah, ey, wenn man einmal richtig in dem Strudel drin ist, das ist auch so ein Ding. Man sieht ja, was mich das eben an Luft gekostet hat. Boah. Boah, und das Ding, das zieht, ey. Lass mich los. Wo ist denn diese letzte Kackmuschel? Kann doch gar nicht so weit weg sein. Ah, da ist sie. Ich dachte mir nämlich eben noch, die muss ziemlich weit oben sein, weil unten war ich überall. Na komm, geh auf, du doofes Vieh. Das ist auch sowas. Und jetzt nichts wie raus. Ach, ich hab genug Luft, um rauszukommen. So. Dann haben wir das hier auch. Raus, 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 raus. Nochmal einen Pass an den Kopf gekriegt. Lass mich raus. Au! Uff. You're holding clock and sword. Ja. Ach, das ist das Woodland. Oh ja, dieses Level, da habe ich Albträume davon. So. Tinkerbell können wir erst mit dem Fingerhut holen. Was war da rechts? Ach, da ist so eine Frucht schon. Dann gucke ich mal, ob ich lieber von da oben hinkomme. Die Schlangen, die sind auch so kacknervig. Ah, shit. Okay, da brauchen wir gar nicht lang zu gehen. Da geht's gar nicht lang. Ja, manche Level sind echt hart und so komplett außen rum. Ich sollte die Select-Taste öfter benutzen. Oh shit! Das war jetzt dumm. Geht nur in der Mitte hoch. Ach komm ey, der Pirat, da steht er direkt da oben. Ja, ich glaube, hier gehe ich nochmal hops. Ja, das war klar. Letztes Leben. Aber es sind, glaube ich, auch nur noch irgendwie ein paar Level. So 5 oder 6 sind es noch. Aber das Game ist bei mir halt auch schon 1000 Jahre gefühlt her. Wenn ich das mal durchgehauen habe.
Nein, habe ich noch nicht. Aber nicht, wenn man ihn zwischendrin immer mal... zwischendrin immer mal stutzt. Der kann auch bei 1000 Jahren eine normale Länge haben. Ich stutze meinen Bart ja regelmäßig, weil der mir einfach in den Mund reinwächst. Sonst ist mega unangenehm. So, jetzt sind wir hier drüben. Ja, genau. Da hinten geht's lang. Boah, ich hab Angst. Eigentlich. Na, blöder Affe. Schmeiß deine Bananen doch mal in eine andere Richtung. Wir sind Piraten, die freuen sich von mir. Okay. Ein bisschen aufgeklatscht, aber das war jetzt nicht so schlimm. Schon nicht schwerer machen als es ist. Der Kack-Guru, ey. Die woanders hin, Guru. Die Schlangen, die sind echt nervig. Genau. Da wären wir da hingekommen. Noch ein Guru. Bloß der geht nur hoch und runter. Ja, oh. Ach, dann komm runter jetzt. Ja, Anlauf. Ach, okay. Mal gegen den gerannt. Aber er killt einen doch nicht One-Hit. Ich dachte die ganze Zeit, die killen einen One-Hit. Ach, ich glaube, ich muss unten lang erstmal. Ob da unten ist noch was. Das fühlt sich ganz so für mich danach an. Oh, aber der Sprung ist voll ätzend. Boah, das gibt's auch nicht. Zieh ab. Au. Ja, ich wusste doch, dass ich da hin muss. Ich wusste nur nicht, wie ich da am besten hinkomme, aber habe ich mich halt mal treffen lassen. Einmal ist okay. Einmal ist kein Mal. Ah, jetzt hat er mich nochmal getroffen. Er hat aber auch eine Hitbox hier. Oh, ist ja schon wieder voll leid. Oh, genial. Mir fehlt noch eine Frucht und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ach, shit. Da hinten kann das nicht sein. Ne, da waren wir schon. Boah. Sorry, I need to. Thanks. Ja, das muss ich eben riskieren. Oh shit. Oh. Okay, jetzt weiß ich aber, wo die Frucht ist. Die ist wahrscheinlich da unten links. Ah. Ich hab mir ja fast gedacht, dass die blöde Kröte jetzt untergeht. Das ist eine Perle. Und sonst nichts. Yeah. Boah, geil. Ach ja. Ich glaube, wir switchen zum letzten Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. Ich bin so schlecht.
Ja, die sehen auch fast genauso aus tatsächlich, Phoenix. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Part. Ich habe noch ein paar andere Games, so ist es nicht. Aber das waren die, die ich auf jeden Fall heute, die ich für heute vorgesehen hatte. Der Chirosius, dass der einfach immer so hart am Spoilern ist, ohne dass der es weiß. Das gibt's gar nicht. Natürlich habe ich das Game rausgesucht. So, das Game ist zum Film von Kevin Costner. Also eine Morgan Creek Production, sieht man da auch. Also das ist so, ja, halt Kevin Costner mäßig. Auch nicht so einfach, auch ein bisschen kryptisch, wenn man erstmal, wenn man den Film gesehen hat, weiß man im Endeffekt ein bisschen. Ansonsten ist es echt mega kryptisch, das Game. Arabische Kerker bei Sonnenuntergang. Ja, genau. Ja, ein Virgin Game. So. Wir sind Robin Hood. Und unser Kollege wird hier gerade verprügelt. Hilf mir, Robin! Ich kann nicht länger standhalten! Sei still, Engländer! Oder es dauert doppelt so lang. So, okay, gut. Wir nehmen uns jetzt das Schwert. Dann hauen wir dem aufs Gesicht. Quatsch. Endlich frei! Nur wenn wir hier rauskommen. Geh du voraus, ich versuche Schritt zu halten. Peter hat sich Robins Bande angeschlossen. So. Die Tür ist verschlossen. So, wir müssen jetzt erstmal einen Schlüssel suchen. Ich muss jetzt erstmal kurz wieder gucken, wie das geht. Okay, Robin Hood ist in einem Gefängnis der Araber. Er sieht nichts Interessantes. Yeah. Also man kann hier auch gucken, wir haben Stats und können uns dann ausrüsten und und. Das Spiel hat ein bisschen mehr Tiefgang, als man im ersten Moment meinen mag. Also das hat komplette RPG-Elemente. Robin Hood sucht und findet einen Türschlüssel. Robin Hood ergreift den Türschlüssel. Robin Hood schließt die Tür mit dem Türschlüssel auf. Ja. Weißt du, das sind so Sachen, die sind, yo. Er sucht und findet, bestes Gameplay, genau. Oder auch die Dauererklärung hier dauern. Nee, alles gut. Man muss ja eben auch lachen, das ist, weil das absoluter Käse ist. Das sind also cheesy Bullshit, ist das. Befreie mich und ich zeige den Weg nach draußen. Warum sollte ich dir vertrauen? Wenn du mir nicht vertraust, sterben wir alle. Was sagst du? Ich danke dir, mein Freund. Ich bin Azim. Unter dem Boden in der Südwestecke liegt ein Geheimgang. In der Nähe habe ich auch einen Schlüssel für die Tür versteckt. Azim hat Robins Bande angeschlossen. Ja. Südwesten ist hier. Okay, da ist nichts. Habe ich den Türschlüssel? Was ist das schon? Nee, muss das hier irgendwo sein? Ich muss erst wieder gucken, das ist schon so lange her. Ich weiß zwar noch ein bisschen, was ich machen muss, aber so richtig ganz genau weiß ich es dann nicht mehr. Ah, da ist natürlich ein doofer Schlüssel. Wer sucht, der findet. Wir nehmen Schlüssel. Yay! So, der allerdings, der schlägt jetzt zu. Robin Hood schließt die Tür mit dem Türschlüssel auf. Ja, mit was denn sonst? Mit dem Schwert oder was? Bereite dich auf deinen Tod vor, Ungläubiger! Boah, ey, ich wusste gar nicht mehr, dass man direkt in dem seiner Axt spawnt. Was ist das für ein Quatsch? Boah. So, den haben wir. Sieg, dein Gegner hat verloren. Wie Hasselhoff, okay. Robin Hood ergreift die Fackel. Ja, das war wirklich, das habe ich am Anfang, habe ich da auch eine Weile rummachen müssen, bis ich rausgefunden habe, dass es das hat. Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist halt echt die Games, manche von denen sind
Robin Hood entdeckt einen Geheimgang. Robin Hood zündet das Gefängnis an, genau. Wir müssen schnell handeln, sie werden uns verfolgen. Ja, ich weiß. Und es ist mega scheiße, hier den Weg rauszufinden. Sterbt, Ungläubige. Aua. Das Spiel ist auch noch schwer wie Sau, weil das Kämpfen ist kacke in dem Game. Mal abgesehen davon, dass man nur in vier Richtungen schlagen kann, sind manche Gegner auch echt flott unterwegs. Und man selber fühlt sich immer an, als wenn man einen Plattenrüsten-Ritter. Robin Hood hält eine Uhr? Nee. Er nicht. Boah, ich kenne den Weg hier raus nicht mehr. Ich weiß nur, dass das echt kacke war. Die ersten paar Mal, ich glaube, ich habe irgendwie 2-3 Tage gebraucht, um rauszufinden, wie man aus dieser Kackhöhle hier rauskommt. Weil es sieht alles gleich aus. Die Kreuzung. Jedes Mal wieder. Das ist so ähnlich, als wenn man im Windfischei ist und kennt den Weg nicht. Genau so ist das. Ja. Und das Schlimme ist auch noch, man levelt auch in dem Game. Also das hat ein komplettes RPG-Level-System. Unser Fluchtweg liegt nördlich von hier. Oh nein, wir sind umzingelt. Kämpft um euer Leben. Ach shit, das war das. Oh, holy Kacke, ey. Weil es gibt tatsächlich verschiedene Fight-Scenes in dem Game. Also das habe ich vorher so in einem Gameboy-Game auch noch gar nicht gesehen. Das war damals das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Man kann auch wechseln, aber es macht wenig Sinn. Ist egal, mit wem ich da mich rumhacke. Das Schlimme ist eher, dass die AI ständig in einen reinrennt. Das ist eigentlich das Bekackteste daran. Wo sind die denn? Nur noch einer. Die hier unten, oder? Ja, natürlich. Du schaffst es, die Wachen zu schlagen, aber nicht ohne Verluste. Robin, ich bin schwer verwundet. Oh nein, lass mich keine Randomizer spielen, das ist gar nichts für mich. Halt dich an meiner Schulter fest, Peter, wir müssen uns beeilen. Meine Wunde ist tödlich, ich kann keinen Schritt weitergehen. Wir müssen schnell sein, es kommen noch mehr Wachen. Ich werde die Wachen aufhalten, solange ich kann. Fleet, bring meiner Schwester diesen Ring, schwöre, dass du sie beschützen wirst. Schwöre mir, Robin. Ich schwöre. Auf, gehen wir. Macht aus seinem Opfer eine ehrenvolle Tat. Das ist auch hart. Den Ring kann man liegen lassen. Wenn man das macht, softlockt man. Ich meine, das hier geht voll klar. Wenn die so in einen reinrennen, ist das voll easy. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ganz am Anfang braucht man, glaube ich, irgendwie 100 Erfahrungspunkte oder sowas. Sagst du das nochmal? Hier, oder? Ach genau, hier sieht man die Karte. Da sieht man auch mal, wie bescheuert das gemacht ist. Was war das denn? Das war heilen. Das ist nehmen und geben. Das ist die Fackel. Kann ich auch irgendwie in die Hand nehmen, aber ich brauche die, glaube ich, gerade nicht. Das war hier. Sind seine wunderschönen Lippen oder was soll das sein? Na, irgendwo kann man doch die XP einsehen. Ich weiß das doch noch. Das ist Asin. Der hat nicht mal seine Waffe equipped. Das ist natürlich auch nice. Muss man keine Waffe equippen. Okay. Wo war denn das nochmal mit dem. Robin Hood sieht nicht zu mitnehmen. Robin sieht nicht zu mitnehmen, okay. Das ist heilen oder verwunden, soweit ich, also verbinden. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo kann man denn den Status einsehen? Ist hier? Nein. Ich weiß nicht mehr, wo. Nach 10 Monaten gefahrvoller Reise haben Robin und Azim endlich die Küste von England erreicht.
Shadowgate, oh, du willst mich richtig quälen, gell, Fischi? Boah, Shadowgate finde ich so schlimm, das Game. Hallo, junger Mann. Die Herrschaft über England ist in schlechte Hände gefallen, seit König Richard in den Kreuzzug gezogen ist. Ein böser Tyrann, der Sheriff von Nottingham, regiert das Land mit eiserner Faust. Er raubt alles, was wir haben, und wenn ein Dorf Widerstand leistet, wird das niedergebrannt. Ja, ist auch. Bis jetzt konnte ihn niemand aufhalten. Ja, vor allen Dingen Shadowgates viel Try and Error. Ist das, was es so ein bisschen nervig macht. Er greift den gelben Thron. Ja, genau, benutze Fackel auf sich selbst. Bis ihn anzünden. Ein Köcher mit Pfeilen. Ja, momentan bin ich ja noch Robin Hood in Ausbildung. Ich hab noch keinen Bogen. Hey, ja. Ah. Ja, der Alan Rickman, ja. Ich schneide ihm das Herz raus. Mit einem Löffel. Vetter, warum denn mit einem Löffel? Weil er stumpf ist und das Meer weh tut. Er ist einfach nur zu geil, ey. Ich wünsche kleine Narben. Das ist echt gut gemacht, ey. Der Film ist so geil und der Sheriff von Nottingham, das ist so die geile Rolle. Er gehört Geräusche von Norden. Na, dann gehen wir besser nach Süden, ne? Also kann ich euch nur empfehlen, es ist ein Kevin Costner Streifen und der ist an manchen Stellen ein bisschen cheesy, aber der hat auch seine geilen Momente, muss man schon sagen. Ah, da ist der Bogen. Willkommen zu Hause, Loxley. Ich bin Guy von Gisborne, der Cousin des Sheriffs. Ich bin sehr erfreut, dass ihr zu mir gekommen seid. Das hat mir die Mühe erspart, euch zu finden. Töte den Männer! Ah, jetzt kommt das wieder. Ich habe kaum noch HP, das ist halt auch noch so ein Ding. Fast down. Die schießen hier fast alle. Ey, geh weg, du Arsch. Ich bin der Protagonist. Seid mal ein bisschen nett zu mir. Okay, ich bin tot. Asim macht das aber auch nicht mehr lang mit. Sind da noch mehr? Ah, da ist noch eine. Man sieht das auch an seinem Schwert, dass er Asim ist. Der hat ein Sarazen-Schwert. Sieh! Robin findet einen Thronschlüssel, zwei Beutel Gold und eine Lederrüstung in den Überresten. Unsere Wege werden sich noch einmal kreuzen, Loxley, und dann wirst du bezahlen. Boah, wie ich einfach nur noch einen HP hab, yeah. Robin Hood ergreift den Bogen. Asim ergreift ab. Ja. Die Rüstung anziehen. Bogen. Ja, für den Bogen brauchen wir beide Hände. Ja, ja, ja. Alles gut. So, trink das mal. Du bist geheilt. Ach, auf Select geht es da. Weil man braucht am Anfang schon 100 Erfahrungspunkte und das ist mega krank. Wenn man überlegt, dass man 50 von den Dudes weghauen muss. Weil die geben ja nur 2 Erfahrungspunkte. Und die Gegner danach, die geben auch recht wenig. Also hier zu leveln, ist eine mega anstrengende Sache. Robin Hood sieht eine verschlossene Truhe. Ei, dann öffne die doofe Truhe. Was soll denn das? Hast doch einen Schlüssel. Ich kann die Truhe nicht nehmen. Wie war denn das nochmal? Ja, oh ja, geil. Natürlich, ich sehe das. Ah, wie war denn das nochmal? Du siehst deinen Thronschlüssel. Das wiegt deine Einheit. Du kannst den Thronschlüssel nicht essen. Ja doch, kann man schon, aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist halt. Ah, willst du den fallen lassen? Wo liegt denn das Scheißding jetzt? Oh, kacke, jetzt ist es weg. Oh, weil ich nicht mehr weiß, wie das Ganze geht hier. Jetzt habe ich den Thronschlüssel weggeschmissen. Holy shit. Geil, jetzt komme ich nicht da dran.
Da fehlt mir dann das Geld und alles. Genau. Hab Dank, dass du mich vor Nottinghams Schergen gerettet hast. Das ist mein Land und sie haben hier nichts zu suchen. Du kennst Nottingham nicht. Mein Vater, John Little, ist jetzt ein Geächteter, weil er seine Familie ernähren wollte. Ich sollte jetzt gehen, bevor sie zurückkommen. Auf Wiedersehen, Locksley. Toll. Der Schlüssel ist auch weg. Ach, was ein Waste hier. WB, Tinny. Der Robin. Ich muss erstmal gucken, wo es hier rausgeht. Irgendwo hier rechts war das, glaube ich, oder links auf der Seite. Ja, ungefähr so, ja. Der kaut das Schloss einfach auf. Ja, das stimmt, Albino, ja. Ja, so ungefähr. Beziehungsweise der Schlüssel, der disappeared einfach in dem Moment, wo er ihn loslässt. Ach ja, lang ist's her. Aber das Game habe ich ehrlich gesagt noch nicht durchgespielt. Die letzten Fights sind so schwer bei dem Game. Wir sind fast da. Gleich hinter diesem Hügel liegt die schönste Burg in ganz England. Warmes Essen und ein richtiges Bett. Azim, mein Zuhause. So. Dann gehen wir mal nach Burg Locksley. Oh nein, Burg Locksley zerstört. In diesem Land herrschen böse Mächte. Vater, wo bist du? Na, den willst du gar nicht sehen. Im Film sieht man ihn auch kaum. Das ist extra so eine schlechte Kameraeinstellung gewählt, dass man da so gut wie gar nichts sieht. Da ist er. Oh, shit. Oh, das ist ja das hier. Ich hasse diesen Teil des Spiels. Es könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Also ich bereite nur schon mal drauf vor. Das mit diesen Kackhunden oder was die darstellen sollen, ist mega ätzend gemacht. Wenn die kommen, einfach stehen bleiben. Das bringt überhaupt nichts auszuweichen. Die sind so viel schneller. Muss ich einfach hinstellen, die tanken und halt dabei reinhauen und hoffen, dass man so schnell genug down kriegt, um nicht so viel Life zu verlieren. Irgendwas. Nee. Nicht interessantes. Ach ja. Ach, das sind die Fledermäuse. Aber das sind recht gute Economy-Gegner, also die geben 1 XP für 1 Hit, das ist okay. Die Ritter brauchen 3 Hits für 2 XP. Ja, geh mal Hundetank. Oh, oh, oh. Ah, shit. Die sind so kacke, die Viecher, komm. Die bleiben wenigstens stehen, wenn sie einen getroffen haben, aber man verliert halt 6 bis 8 HP, wenn die einen treffen. Das ist viel zu viel für den Anfang. Man muss halt die Fledermäuse auch so stehen, dass man sie trifft. Manchmal fliegen die so doof, dass man sie eben nicht trifft. Oh nein, ich bin ja so ein Kackhund. An so Ecken kann man sie ganz gut killen. Sofern das Timing stimmt. Shit.
Dumme Fledermaus hier. Stirb! Oh, da ist ein Schild. Jetzt falscher Knopf. Was, nee, das ist Bleibrot. Okay, sah aus wie ein Schild. Ich dachte, es wäre ein Schild. Also, ich war wirklich der Meinung. Ich meine, wir können auch mit dem Bogen schießen, aber Pfeile sind selten in dem Game. Ja, so ein Brotschild. Ja, schon mal was. Ach, das war der Phasmophobia-Bug, der war witzig. Hey, da lag doch was. Bitte? Wer bist du denn? Ach ja, das ist er. Seid ihr es, Herr Robin? Danke. Ich dachte, ihr hättet uns verlassen. Danke, mein Vater. Herr Robin, ihr seid hier. Es ist ein Wunder. Bist du taub, Duncan? Was ist mit meinem Vater geschehen? Ein Wunder, ein Wunder. Du ließest ihn da hängen wie einen gemeinen Dieb. Warum hast du ihn nicht herabgenommen? Warum? Beruhige dich, Robin. Schau dir seine Augen an. Sie haben mich geblendet, Robin. Wer? Wer hat dir das angetan? Guy von Gisborne und der Sheriff und seine Hexe Mortiana schauten zu. Ich werde nicht ruhen, bis ich meinen Vater gerecht habe. Das Medaillon eures Vaters, das Symbol der Loxley, ist jetzt euer. Hier, nimm es. Tragt es ebenso ehrenvoll, wie es euer Vater tat. Wir sind hier nicht sicher. Lass uns gehen, ehe Gisborne zurückkommt. Ja, ich muss zu Marianne gehen. Und Duncan hat sich Robins Bande angeschlossen. Ja, toll. Ein Blinder. Der kann mir bestimmt helfen. So. Ich glaube, das kann man hier gar nicht. Oh, hier, entweder Rüstung oder Medaillon. Was kann das Medaillon? Du siehst das Medaillon der Loxley. Das wiegt eine Einheit. Yeah! Das war die Info, die ich ganz dringend gebraucht habe. Nichts war wichtiger. Yo, der hat ja voll viel Futter dabei und Heilkram, okay? Ja, genau, der Blinde zeigt mir den Weg. Genau, das ist gut. Da. Stirb. Sei tot. Reicht's. So. Nur erstmal wieder raus, glaube ich. Wo waren das? Ah ja. Nur geradeaus runter, okay. So, schön hier lang. Mein armer Vater, zumindest kann ich dir ein anständiges Begräbnis bereiten. Duncan und Azim helfen Robin bei der traurigen Arbeit, seinen Vater zu begraben. Boah, jetzt rennen hier Ratten rum. Yeah, Robin steigt im nächsten Level auf. Yeah, noch mehr Ratten. Ich glaube mal, wo das Grab war, glaube ich, hier. Oh. Nee, das ist dann ein Blind Walkthrough im Endeffekt. Shit, ey, das gibt's doch gar nicht. Wo war denn nochmal diese bescheuerte Begräbnis? Weil ich glaube, da kann man das Medaillon ablegen. Weil ich brauch das eigentlich nicht, geht weg. Die Ratten, die sehen aus wie wandelnde Würste irgendwie.
Ja, Ratten, boah. Alles gut, Fischi. Alles gut. So. Stirb. Ja, stimmt, mit B kann man ja auch aufheben. Was denn dieses Grab? Na. Nee, da sind nochmal Pfeile. Ja, aber das musst du nicht unbedingt machen, Shadow. Nicht notwendig. Alles klar, Albino, mach das. Einen Geruhsamen wünsche ich. Ey, diese... Wie viele kommen denn da? Okay, hier, guck mal. Wir sind fast da, gleich haben wir die schönste... What the fuck? Dass das Script zweimal triggert. Halleluja. Der Gameboy hat schon einen Skriptzähler, so ist es nicht. Ja. An sich kannst du auch gucken bei, warte mal, ich sende einfach mal meinen Friendcode hier rein. Sekunde. Dauert kurz, nicht lang, aber kurz. So, das ist mein Friendcode. Damit kannst du mich in Steam adden, ohne mich groß suchen zu müssen. Ja. Ja, ja. Jetzt kommt das hier. Jo, wie viel? Loxley, deine letzte Stunde hat geschlagen. Wow. Was hast du denn von mir? Das ist auch geil, wie die sich bewegen, wie sie auf den Zehenspitzen rumlaufen. Ich werde garantiert nicht gegen dich verlieren, du Loser. Guck mal, wie du aussiehst, ey. Ein Lappen in Rüstung. Bist du ja Lappenritter. Im Endeffekt müsst ihr nur stehen bleiben, warten, bis sie auf euch zukommen. Dann schlagt ihr halt mal. Ist nicht so schwer. Sieg! Dein Gegner ist geschlagen. Normal, den habe ich auch geschlagen. Lauf dem Main schwer. Was wollt ihr denn dauernd von mir? Das ist das Herrenhaus von Dubois. Das Haus von Peter und seiner Schwester Marion. Ah, da haben wir es doch schon. Da ist doch schon ein Shadow Knight 09. Except. Boom. So. Ach ja, die Mucke. Geht, Fremder.
Marion Dubois kann euch nicht helfen. So, shit, müsst ihr mir den Ring zeigen? Doch nicht, oder? Wenn ich den jetzt hinlege, ist er wieder weg. Toll, da steht zum Mitnehmen. Vorhin hat er es weggeschmissen. Seid gegrüßt, Locksley. Tretet ein. Ja, aber ich wusste nur noch, irgendwas muss man machen, damit man da an dem vorbeikommt. Wie seid ihr an der Wache vorbeigekommen? Wir wollen keine Unruhe hier. Ganz drauf an, was ihr macht. Ja, das Amulett hat 10, ja. Falls ihr nach dem Kind Marion sucht, sie ist in der östlichen Kammer. Okay. Das war nämlich trotzdem alles mit. So, östliche Kammer ist hier. Genau. Nur das Feinste vom Feinsten. Robin Hood, the Prada Collector. Bevorzugt Strumpfhosen und High Heels. Ja, call shot to the nuts, ja. Von dem Game kann einen halt auch auf den Sack gehen und auch die Laufgeschwindigkeit von Robin ist immens, ey. Ich fühle mich so beschleunigt. Ach, das Verbandszeug. Das ist mal Rüstung. Seid gegrüßt, Marion. Ich danke euch für Peters Ring, Robin. Was spielt sich hier ab, Marion? Mein Vater wurde getötet, die Menschen hungern. Seit König Richard auf Kreuzzug ist, hat der Sheriff die Macht an sich gerissen. Der Sheriff wird bestimmt hier nach euch suchen. Macht euch auf nach Sherwood Forest. Dem Gerücht nach leben dort viele, die vor dem Sheriff auf der Flucht sind. Robin, Wachen haben die Burg gestürmt. Guy und seine Männer, nehmt meinen Sattel, gebt vor, zwei Pferde zu stehlen und flieht, sonst bringen sie uns alle um. Verpiss dich, du hässlicher Du. Der wollte eben gerade eine Armbrust ziehen, ich hab's genau gesehen. So, jetzt kann ich auch das Amulett wieder ausziehen. Und lieber eine Rüstung anziehen. Und das ist ein Kettenhemd, oder? Er nimmt mich als Sattel, nee. Das hat sie nicht gesagt, Kyrosio. Das hat sie nicht gesagt. Hi, Retrobox. Ja, wobei du das schon direkt durchspielen kannst, aber ich muss auch sagen, egal, glaube ich, ob NES oder Game Boy, an für sich, es ist nicht schlecht umgesetzt, aber ich kenne auch einen Haufen Leute, die flamen das Game ganz übel. Die fahren nicht so drauf ab. Ansonsten bei dir alles fit.
Chirosios, kannst du mal einen Shouty machen für einen Retro-Box? Bei dem könnt ihr nämlich auch immer gerne mal reingucken. Er spielt viel Sega auf Original-Hardware. Oh, jetzt hab ich geloost. Das ist nämlich das, was er gerade meinte. Man fängt nämlich jedes Mal immer am letzten Script-Point an. Das ist sehr kacke. Ja, Robin Hood explodiert, genau. Ja, bei mir selber. Ich schwitze mir hier auch nur einen ab. Das ist mega anstrengend. So, gut. Das war Robin Hood. Also wer sich das mal durchspielt, es ist ein gutes Game. Aber ich kann auch nur raten, guckt den Film zuerst, weil dann wisst ihr ungefähr, was zu tun ist. Weil das Spiel sich sehr stark an dem Film orientiert. Geil, ne? Das ist, ach, was gab's denn da Gutes? Das ist das, was die PlayStation 1 nicht hat. Aber dafür hat das N64 leider keine Zwischensequenzen, zumindest keine guten. Ja, da hat er recht. Das war genau das Problem zwischen PlayStation. Die PlayStation hat die geilen Cutscenes gehabt. Und dafür hat der N64 Fließkomma-Register gehabt und hat kein Geometry Flickering gehabt. Ach, Shadowgate. Ja, vorhin meinte T-Fish noch Shadowgate. Interessant. Oh, mal gucken, was wir hier noch haben. Oh, ich habe hier noch einen Klassiker. Den muss ich euch eigentlich mal zeigen. Das Game ist sehr, sehr unbekannt. Obwohl ich es traurig finde, muss ich dazu sagen. Shadowgate habe ich jetzt gerade nicht hier liegen. Muss ich erst mit einem Kollegen sprechen, dass der mir eine Kopie davon zieht, weil das nicht meine Games sind. Ich weiß nicht, Phoenix, ob du das Game kennst. Hä, wieso kann ich nicht auf die Zahlen wechseln? Naja, egal. Mal zu viel gedrückt. Wo ist das? T, da ist T und da ist A. Auf Deutsch, weil das Game ist schwer genug. So, also wer Zelda 2 auf dem NES kennt, das Game hier ist sehr, sehr ähnlich. Guck mal, du musst erst zum Tempel von Arcadia gehen und Zeus aufsuchen. So, das ist unsere erste Aufgabe. Das hier spielt sich, ja, das gab's auch auf dem Game Boy. Und es spielt sich auch genauso. Suche den Geist des Waldes auf der Peloponnesus. Er hat das stärkste Schwert. Ja, also man kriegt hier immer gleich kleine Anekdoten und Tipps. Das ist genauso wie bei Zelda 2 auf dem NES. Mit dem gewaltigen Unterschied, das Game hier hat kein Level-System, sondern das funktioniert so, wie Zelda bis heute noch funktioniert. Man kann zwar diese Kugeln... hier ohne Mist, ey, wenn ich dich kriege, fliege, ich sag's dir. Man ist am Ende mit deinem Leben. Ja, kann er wirklich, ja. Und das Spiel hier ist sehr gut gemacht, gerade wenn man so ein bisschen auch griechische Mythologie mag, weil das Game ist recht akkurat. Ach ja, das war das. Also am Anfang können wir natürlich noch gar nicht viel machen. Wir kriegen später noch Key-Items, so wie das in Zelda üblich ist. Und mit denen kommen wir weiter. Im Endeffekt ist das hier das richtige Zelda 2. Das, was Nintendo da mit Link's Adventure probiert hat, das war mega schlecht. War das? Ich habe gehört, dass der Fenchelstab in Attika ist. Ja. Der Fenchelstab, wenn ich den jetzt schon hätte, wäre krass. Es gibt sogar so ein paar Items, bei denen merkt man, dass die sich an Zelda orientiert haben. Ich muss allerdings jetzt erstmal gucken. Ne, das ist Attika.
Bin ich richtig? Oh, das gibt's nicht, der ist schnell aufgepasst. Weil ich mich erstmal dran erinnern muss, aber ich glaube, das war richtig. Weil, wie schon gesagt, wir müssen Zeus treffen. Oh. Über manche Gegner sollte man einfach drüber springen. Ich glaube, das hier ist ein Gap, wodurch man stirbt. Oder man kommt da runter, ich weiß es nicht mehr. Ein großer Felsbrocken hat den Durchgang nach Phtia blockiert. Ja, hier geht's so runter. Ja, da war was, genau. Ich muss erst wieder dran erinnern, das ist alles schon so lang her. Boah, das ist auch gemein. Die Gegner, die brauchen teilweise so viele Treffer, dass man schon sehr früh anfangen muss, die zu treffen, ansonsten hitten sie einen. Boah, das geht auf den Controller, das könnt ihr glauben, ey. Ich glaube, das war falsch. Ja, auf der NES-Version auch, Fischi. Aber nicht so häufig tatsächlich. Irgendwo gibt es eine Hexe, die dir ein Schild machen kann, der dich vor Feuer schützt. Ja, ich weiß sogar, welcher Schild das ist und was man da machen muss, aber das ist eine Sache für sehr viel später. Oh, das gibt's doch gerade nicht. Ah, okay. Ich weiß, was los ist. Mir fehlt noch der Schild. Ich habe zwar einen in der Hand, aber der ist nur Deko. Gibt später noch einen richtigen. Dies Meer führt dich nach Phrygia. Dort findest du... Ach so, du einen feuerspeienden Drachen. Da war eben ein Leerzeichen zu wenig. Na, ey, das hasse ich auch. Also das Game ist unglaublich schwer. Ich werde, glaube ich, nicht sehr weit kommen. Ja, das ist auch wahr. So, wir müssen nochmal zurückgehen. Das hier ist falsch. Ach nö. Genau, der explodiert einfach. Waren wir hier schon? Nee. Wenn ich dieser Straße folge, komme ich nach Athen. Also normal müsste ich nach Athen. Ich muss mich jetzt erstmal aufladen wieder. Ich glaube, mal ein paar Gegner killen in Arcadia. Ah, shit. Hey. Auch so dumm. Die immer random springen oder halt auch nicht. Na komm. Runter. Wie geht's denn hier nochmal hin? Ach, nach Peloponnes. Lieber schnell wieder raus. Peloponnes ist zu gefährlich für den Anfang. Tropf mal ein bisschen mehr Leben, genau. Tropf mal ein bisschen mehr von den Oliven. Also es sollen Oliven sein. Geheiligte Oliven. Ach, die Mucke ist eigentlich ganz gechillt. Die ändert sich aber über das Game hin nur sehr geringfügig, sage ich gleich. Auf der Peloponnesos musst du springen können und Macht über das Feuer haben. Ja, ich weiß. Na komm. Das hasse ich so. Komm, spring jetzt endlich, du doofes Vieh. Später ist das nicht mehr so tragisch, dass die so klein sind. Ach, guck mal da, Trias, grüße dich. Lange nicht gesehen. Und alles gut bei dir. Robin Hood hat eine viel schönere Animation. Ja, mir geht es soweit gut. Es ist einfach nur Bullshit warm. Es ist das freut mich. Ja, mir ist einfach nur warm. Es ist mega unangenehm warm bei uns hier. Ich soll der Straße folgen. Aber das ist doch nicht die Straße hier. Und an dem anderen. Na, Dude, komme ich gar nicht vorbei gerade.
Aua. Ich glaube, hier geht's rechts weiter. Das Loch weiß. Ah ja, hier geht's weiter. Glaube ich zumindest. Ah ja, ja. Jetzt mal richtig. Boah, komm, fall um. Boah, das muss jetzt sein. Die so viele Hits brauchen. Ja, Fischi, dann nix erzwingen. Oh, shit. Oh, bin ich schlecht. Oh, holy shit. Das ist so krass bei dem Game. Die Gegner, die so leicht aussehen. Und die hauen einen dann mit einem Angriff komplett aus den Socken. Aber man hat unendlich Continuous. Also das ist nicht das Problem. Ja, Robin Hood explodiert einfach. Wenn der aufgibt, einfach explodieren. Das ist immer die beste Methode. Kennt das ja auch vom Pokémon, da wird einfach Finale gecastet und dann hat sich der Lack. Brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen. Wow. Komm, hobbidi. Hibbidi hobbidi. Geht's hinten noch weiter? Ach ja. Das hier ist gay, ja. Müsste einer der Titanen sein, glaube ich. Oder? Weiß nicht mehr. Nee, ist kein Titan. Oder ist Titan? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die wird erst lebendig, wenn man. Das ist praktisch Mutter Erde sozusagen. Also ohne die Erde jetzt zu meinen, sondern tatsächlich den Boden. Ey, komm, geht's zu gut oder was? Die rennen halt einfach durch mich durch. Ich hasse sowas. Oh, verschwindet. Es kann sein, dass es irgendwo eine Kristallkugel gibt, mit der du unsichtbare Dinge sehen kannst. Ja. Hi, Rako. Ja, der Robin Hood ist gestorben. Der ist einfach geplatzt. Fischi, was machst du denn da? Sag doch was, dann gebe ich dir Permission, dass du das schicken kannst. Irgendwie ein Spotify-Track. Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, ich hasse diese Faune. Wer programmiert denn sowas? Also das Game, das hat durchaus seine sehr fiesen Momente. Das ist einer davon. Ich mag diese Gegner überhaupt nicht. Bevor man nicht so ein bisschen Ausrüstung hat, ist man hier total das Plankton einfach nur in der Nahrungskette. Ah, komm ey. Blödes Vieh. Das ist Battle of Olympus ist das. Das ist im Endeffekt das echte Zelda 2, wenn du so willst. Weil falls du Zelda 2 Adventure of Link kennst, weißt du ja, dass das nicht so Zelda-typisch ist. Also allein schon, man sieht sich von der Seite, genauso wie hier. Aber man muss leveln in Zelda 2 und hier ist das ohne Leveln. Das kommt näher an Zelda ran als Zelda 2 tatsächlich von Nintendo. Ey, das ist so übel. Wenn man einen Schlag verpeilt zu drücken, dann kriegt man direkt was ab. Und dann kommen die auch noch wieder. Oh, dieser Controller ist halt auch gar nicht gut zum Button-Mashen. Da bleibt nämlich die Taste manchmal hängen. Ich habe schon Isopropanol-Alkohol gekauft, aber wir haben ja heute das tolle Ding, dass heute Technik nicht mehr richtig hergestellt wird, sondern nur noch als Verkaufsprodukt. Das hat nichts mehr mit Innovation oder so zu tun. Weil bei dem Controller, den ich hier habe, ist einfach eine Schraube festgeklebt. Da muss ich mir erstmal einen Dremel holen, um die Schraube aufzukriegen. Um dann innen drin sauber machen zu können. Richtig für den Arsch sowas. Das gehört normalerweise verboten, sowas herzustellen.
Ich dachte eigentlich auch, dass wir hier in Deutschland dafür den Verbraucherschutz haben. Genau für sowas. Aber der ist heute nur noch da, um irgendwie, keine Ahnung. Genau. Siehst du, der Kerosius weiß auch, wie es geht. Meine Güte. Ja, ich komme da gerade nicht dran vorbei. Das Spiel ist halt auch schwer wie Hulle. Also das muss man echt sagen. Das ist extrem schwer, das Game. Aber wer Zelda 2 schon mal gespielt hat, weiß auch, dass das mit einer der schwersten Zelda-Teile ist. Und nicht wegen den Rätseln. Ach was, ich kaufe mir demnächst so einen Xbox-Controller. Behalt mal lieber die zwei, die du hast. Ich meine, du spielst ja kaum Retro und so, aber ich kann dir sagen, es ist, wenn du Besuch hast oder so, ist es halt mega genial, wenn man einfach mal einen Emulator anschmeißen kann und kann mal ein paar Runden Street Fighter spielen oder Mario Kart oder sowas. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, dann, wie gesagt, behalt die. N64 kannst du auch zu viert spielen. Auch wenn du da so solo wenig Interesse dran hast, aber gerade so zu viert Mario Kart oder so, es macht schon mega Fates. Ah, ey. So, jetzt sind wir gleich beim Zeus. Alter, Vater, was ein Gekämpfe. Nein, das ist er noch nicht mal. Wer bist du? Wenn du hier nichts zu tun hast, verschwinde. Toll, das war Athene. Oh mein Gott, ich klopf mich hier durch und bin beim Falschen. Mega Krebs. Ich bin auch so doof, ey. Natürlich, der Schutzpatron von Athen ist natürlich Athene. Wer toastet mich? Zeus? Nee. Der gibt mir meine erste richtige Aufgabe. Das ist ja der Shit da dran. Ich weiß bloß nicht mehr, wo der Weg war. Das ist das Problem. Ich irre hier gerade ein wenig. Ich weiß nur, im Wald ist er nett, weil im Wald ist, da ist keine Chance durchkommen. Da kriegt man nur aufs Gesicht. Ist halt bei mir schon sehr, sehr lang her, Battle of Olympus. Und ich weiß auch noch, bis ich überhaupt den ersten Gegenstand mal hatte. Das hat so lange gedauert, weil ich das auch als Kiddie nicht verstanden habe. Und die NES-Version gibt es nur auf Englisch. Mal kurz die Karte angucken. Ist der in Arcadia? Ich glaube schon. Also das da unten ist Kreta. Das ist tatsächlich das Labyrinth von Kreta. Das kommt hier auch drin vor. Oh, für Tia ist es nett. Mal gucken, wo Zeus ist. Nein. Du siehst nicht mal auch, nicht mal ansatzweise wie Zeus aus. Ich weiß nur, das ist, glaube ich, in einem dieser Häuser oder Bäume ist der Gang zu ihm. Wer Weisheit braucht, wird sie finden. Ja, aber nicht auf dem Boden von einem Glas oder so, sondern eher... Dieser Weg führt nach Argolis, aber mit deiner jetzigen Kraft gehst du besser nicht dorthin. Mal kurz gucken, was das war. Ah ja, das ist das. Ich muss erst zu Zeus, ich brauche den Schild Aegis. Ich glaube zumindest, dass das Aegis ist. Ja, ich weiß, dass in Bäumen was versteckt ist. Aber da brauche ich erst ein ganz anderes Item, um da dran zu kommen. In der Höhle könnte sich eine unsichtbare Tür befinden. Och, komm! Sprichst du wahre Dinge? Vielleicht da oben? Es gibt eine Legende. Über einen Mann, der durch seinen Fenchelstab Macht über das Feuer hat. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon.
Ja. Ich bin. Sag mir mal lieber, wo das genau ist. Das wäre viel hilfreicher. Da war ich jetzt überall drin, ja. Da muss ich ja einfach nach rechts durchlaufen. Ich weiß es nicht mehr. Alles schon ewig her gefühlt. Warte mal, was hat er gemeint? Das ist Arcadia. War nicht richtig. Ja, wenn man nicht kämpfen will, hier einfach durchlaufen. Ja, dann macht das Phoenix. Tu so. Hey, das Attika, da waren wir ja schon. Oh, das war das, okay. Ah, hier ist es, okay. Jetzt dürfte gleich der Stier kommen, oder? Ja, also. Das ist auch nervig, wenn man nicht aufpasst. Boah, ja, das ist er. Ich bin der Gott Zeus, Gamma. Aphrodite hat mir deine Geschichte erzählt. Die Kraft von Argos nützt dir nichts ohne das Schwert von Hephaistos. Ich werde die anderen Götter bitten, dich mit ihren Kräften zu segnen. Höre das Wort der Götter. Das ist praktisch Passwort. Kriegt man immer bei den Göttern. So, und jetzt muss ich praktisch dahin, wo ich vorhin war. Zur Athene. Toll, danke. Ey! Da hinten ist aber nix. Ach, das ist Peloponnes. Dann lieber wieder raus. Peloponnes ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Also wer denkt, dass die Woodman Stage Mega Man 2 eklig ist, Peloponnes ist ekliger. Und die Gegner sind fast die, also so vom, wie die sich bewegen, vom Pattern her ist fast das gleiche. Nur, dass ich hier nicht schießen kann. Nur diesen kleinen Dolch hier in der Hand. Diesen Gladius Minimus, den ich hier in der Hand habe. Oh, shit. Oh, musst du jetzt hier nochmal kommen? Kannst du nicht unten spawnen, du Spinner? Oh. Die haben auch eine extreme Hitbox, wie man sehen kann. Ich treffe die manchmal schon, obwohl die noch echt gefühlt 2 Schritte weg sind. So, jetzt ab zur Athene. Den Knüppel. Ach so, ja, genau. Oben sieht man ja die Waffe. Oh, shit. Ihr scheiß Faune, ihr nervt so hart rein. Irgendwas nie. Oh. Fanny, was machen die Faune hier? Ihr habt hier gar nichts verloren eigentlich. Ihr gehört gar nicht zur Athene. Ah, shit, das ist der falsche Brunnen. Holy shit. Oh.
Willkommen, Gamma. Ich bin Athene, die Göttin der Weisheit und des Krieges. Nimm diesen Schild, der wird dich vor den Ungeheuern schützen. Hi, Serdan, grüß dich. Chirusius, kannst du mal einen Shoutout für den guten Serdan machen? Da könnt ihr auch immer reingucken. Der hat auch immer retro-starke Action am Start. Richtig schöne Sachen sind da auch teilweise dabei. Das heißt teilweise, eigentlich hauptsächlich. Schaut hin, ein Goblin hat euer Reich. Oh, danke dir für den Polo. Danke, danke. Ja, wie gesagt, guckt auch bei den anderen Retro-Jungs rein. Die deutsche Retro-Community ist schon nicht so groß. Aber sie ist qualitativ hochwertig, das muss man mal sagen. Da sind immer mal Leute dabei, die durchaus sehr geile Sachen zeigen. Also genauso wie der Retro-Box, der vorhin da war. Könnt ihr auch immer mal reingucken. Bei ihm gibt es öfters Sega von Original-Hardware zu sehen. Ich glaube, der Serdan, du hattest glaube ich auch schon, oder? Und du hattest glaube ich auch hier schon Sega-CD und sowas gestreamt, glaube ich. Ich glaube zumindest, das mal gesehen zu haben. Ja, genau, dachte ich mir schon. Weil da sind auch gute Games dabei, die teilweise unter den Tisch gefallen sind. Und das Sega-CD-Modul ist ja auch bei uns hier in EU nicht so bekannt gewesen, muss man dazu sagen. Das haben ein paar Leute gehabt, aber so richtig krass vertreten war das jetzt nicht. Ah, gestern sogar. Okay. Ja, das stimmt. Nintendo, das stimmt. Deutschland ist eher so das Nintendo-Land. Das habe ich auch so in Erfahrung. Noch von früher. Eigentlich jeder hat ein Gameboy oder irgendwas gehabt. Wenn mal einer ein Game Gear gehabt hat, das war schon mega selten. Okay, hier werde ich jetzt wahrscheinlich einmal sterben. Aber jetzt müsste ich mit dem Schild abwehren können. Ja, ich müsste mit dem Schild abwehren können, wenn ich dann auch das Schild dagegen halten würde. Echt, hätte mich jetzt hier bei Athene stehen lassen. Oh, das ist ja mad. Okay. Ja, das war ein Headshot, das stimmt. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das eigentlich hier in Deutschland so ist, dass sich da Nintendo mehr durchgesetzt hat. Ich kann höchstens vermuten, wegen den, ich weiß gar nicht, die Schweden oder die Finnen, da gibt's so einen Kerl, der hat es tatsächlich geschafft, mit Nintendo in Partnerschaft zu treten. Dadurch ist auch das komische Nintendo Club Magazin ist mehr oder weniger dadurch entstanden. Und der hat extrem mitgeholfen, Nintendo in Europa bekannt zu machen. Vorher kannte man das nämlich hier auch gar nicht so, weil Nintendo ist ja schon echt alt. Ich glaube, ihre Gründung war irgendwo 1800 noch irgendwas. Die haben mal mit Karten angefangen, mit Spielkartensystem. Und dann kamen die Game & Watch-Dinger. Und da ist dieser Schwede oder Finne, der hat praktisch Urlaub gemacht in Japan. Hat so ein Ding gekauft gehabt. Und war da mega von angetan und hat dann versucht, hier in Europa solche Geräte zu kriegen. Und hat gemerkt, die gibt's bei uns gar nicht. Und dann hat der irgendwie monatelang, da gibt's so eine Story darüber, die habe ich mal auf YouTube gesehen, die war ziemlich cool. Weil der hat monatelang versucht, mit Nintendo ins Gespräch zu kommen und die Japaner, die sind halt so ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltend, wenn es um Geschäfte geht. Das ist gar nicht so einfach, an die ranzukommen und ein Geschäftspartner von denen zu werden. Und er hat monatelang hat er das versucht und hat es dann durch Zufall hingekriegt. Und hat dann tatsächlich von Nintendo, ist er glaube ich der erste und einzige, der irgendwie eine Außenstelle praktisch als Privatperson von Nintendo vertreiben darf. Das ist glaube ich bis heute noch so. Und da ist das dann hier nach Deutschland rüber geschwappt und alles. Das war ein ziemlich cooles Ding, war das. Ich poste das mal auf meinem Discord, wenn ich das mal finde wieder. Weil ich denke, ich krieg das wieder zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da angeguckt hatte über Nintendo und da war das halt als Vorschlag drin. Aber ich finde das Video schon wieder, so ist es nicht. Ja, jetzt kann ich abwehren. Bescheuert ist nur, man muss sehr, sehr... Boah. Ach, am Kopf treffen, war das so? Oh, ist das schwer. Das ist so drecksschwer, das Game.
Das ist so hardcore schwer, das ist aber auf dem NES kein bisschen leichter. Oh, und sie lassen mich jedes Mal hier wieder anfangen. Ich muss unbedingt oben aus der Tür rausgehen und mich da dann... Boah. Dass die auch so viel Treffer brauchen, das sind die ersten Gegner. Boah. Und dass gleich so viele kommen. Oh, und ich komme an, dass die einen dann knockbacken, die einen auch noch. Man kann nicht mal durch sie durchlaufen. Und die Skorpione. Yo, ey, nix wie raus hier. Boah, die geben einem so hart. Also, das ist wirklich eins von den richtig schweren Spielen, das hier. Muss ich schon echt sagen. Also, das ist eins von den Game Boy Hardcore Games. Ja, das stimmt. Dem sein Schwert viel länger. Das hätte ich jetzt auch gerne. Das wäre geil. Stattdessen habe ich hier diesen Gladius Minimus. Und der wird auch nicht länger. Also das kann ich schon mal spoilern. Die Waffe bleibt immer so lang. Jetzt gehen wir oben raus, weil der Weg ist kürzer. Ja, genau, AD-Nahkampfstachel. Das ist halt echt heftig. Erstmal kurz hier raus. Wieder rein, weil dann spawnen wir hier oben. Der Weg ist viel kürzer und ungefährlicher. So, hier runter. Links rüber. Ah ne, das war noch zu früh. Ich muss noch eins weiter runter. Zum Glück sind die da oben gespawnt. Gehen wir hier unten nicht auf den Keks. Aber man muss an dem vorbei, ich weiß das. Weil so viel weiß ich noch. Wenn ich dran denke, ich habe früher locker eine Woche gebraucht, um rauszufinden, wo man da hier nacheinander hin muss. Boah, ist das ein schwerer Sprung. Eieieiei, das ist wirklich ein knüppelhart schweres Spiel. Kann ich euch nur sagen. Ja, das stimmt. Ja, wir hatten vor allen Dingen Zeit, bis das nächste Game rauskommt. Weil die Releases ja alle 2-3 Jahre oder was, das ist ja nicht so flott gewesen wie im Moment. Oder auch bis mal eine neue Konsolengeneration kam. Das hat seine 10 Jahre, hat das locker in Anspruch genommen. Heute schmeißen sie alle 2-3 Jahre komplett neue Hardware raus. Und probieren es sogar noch hinzukriegen, dass das Ganze nicht abwärtskompatibel ist, um nochmal Geld aus denselben Kunden zu pressen. Das ist eigentlich das, was ich am schlimmsten finde. Früher waren Videospiele Kunst. Heute ist es leider ein Massenprodukt. Ey. Sag mal, wieso ist denn der so schwer zu treffen? Das gibt's doch gar nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Das ist doch so krass. Wieso treffe ich ihn denn nicht? So. Ja gut, das war Battle of Olympus. Es ist gut, das Game. Es ist nur, weil ich ihn so nicht angreifen kann. Ich kann das ja mal zeigen. Ich muss den so komisch an der Brust treffen, die Lamia. Deswegen ist das so schwierig. Oh, der musste jetzt in mich reinrennen. Du hast Bock gehabt, ne? Ach, da kommt gleich der Nächste. Ja, das ist halt echt ätzend, dass dieses Schwert so kurz ist. Und der hat so einen ganz bescheuerten Punkt, wo man den treffen kann nur. Und das macht es so schwer. Boah. Ey. Weil ich kann ihn so nicht treffen. Den muss man am Kopf treffen. Das ist genau das, was das so problematisch macht. Gut, bei dem Game komme ich jetzt nicht mehr weiter. Das schaffe ich jetzt gerade nicht. Ist auch zu warm für sowas. Ich noch was Kurzes. Ich habe kein Shadowgate da, Tefisch. Das hatte ich, glaube ich, gesagt. Ich habe das jetzt gerade nicht da. Ich nachher erstmal mit dem Kollegen sprechen, weil das sind so Games, da fahre ich nicht so drauf ab.
Deswegen habe ich die nicht da. Ja, sowas habe ich nicht. Ich bin nicht so der Shadowgate-Fan. Noch nie gewesen. Ich finde auch Point-and-Click-Adventure mega langweilig. Das war nie mein Ding. Ach, machen wir noch eine kurze Runde Tracks. Das ist auch ziemlich schön von den Machern von Kirby. Sieht man auch hier Hell Laboratory. Da, machen wir mal da noch eine Runde. Wieder testen. Ja, so geht das. Ja, ist auch ziemlich gutes Game. Und lustigerweise ist es, wenn man bei Hell Laboratories guckt, die hatten das eine Zeit lang nicht mehr auf ihrer Webseite als Game, was sie mal gemacht hatten. Und das verstehe ich nicht, weil das Game hier ist doch keine Schande. Das ist mega geniales Game, ist das. Wow. Vor allen Dingen für sein Alter und generell, wie es gemacht ist. Also mit Benzin heilen wir uns, das andere sind alles Schüsse. Verschiedene. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist das ganze Game. Mega simpel, aber Bock. Und es ist nicht so einfach. Also der Anfang mag jetzt noch ein bisschen gechillt wirken, aber das ändert sich ziemlich schnell. Das wird nachher recht krass, das Game. Das ist eh der stärkste Schuss. Zwar langsam, aber... Okay, jetzt hat er mich getroffen. Eben nicht mehr gewusst, wie er sich bewegt. Naja. So, den hat's. Ja, so ähnlich, genau. Contra mit Panzern. So kann man sich das vorstellen, ja. Und das war halt bevor Hell Laboratory Kirby gemacht hat. Das ist noch davor. Zumindest soweit ich das noch in Erinnerung habe. Natürlich auch irren. Aber ich glaube, das war noch vorher. Das ist ein Leben. Ja, genau, die Explosionen sieht man ganz genau, dass die dann in Kirby übernommen worden sind. Ist auch eins von den ganz frühen Gameboy-Spielen ist das. Boah, das war gemein. Das war gerade richtiges Bambusel hier. Da komme ich ja gar nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Treffer hält man aus. Ist aber genug im Normalfall. Es ist nicht so hardcore schwer. Also man kann das durchaus in einem Zug durchspielen. Dauert circa eine Stunde. Wenn man besser ist, geht's vielleicht auch schneller. Der boxende Drache, ey. Ja, das ist wahr. Da hast du recht, Retrobox. Vor allen Dingen, früher war das noch eine ganz andere Sache, Spiele zu programmieren als heute. Heute hat man SDKs und alles Mögliche. Man hat native Sprachen, in denen man das programmieren kann. Und ja, zu der Zeit wurde alles noch in Maschinensprache geschrieben. Das ist eine ganz andere Nummer, als heute zu programmieren. Weil zum Beispiel solche Sachen, um das mal so ein bisschen zu erklären, wenn man heutzutage kann man zum Beispiel schreiben, ja, nimm diesen Wert und rechne ihn mal 3. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird über eine Bibliothek gemacht. Man muss dem Computer nur sagen, nimm den Wert aus der Variable und dann rechne ihn mal 3. So in Maschinensprache ist das ein bisschen anders. Da muss man sich den Wert aus einem Register holen. Dann gibt es keine Multiplikation. Die wird über die Addition praktisch gemacht. Das heißt, dann rechne 3 mal den Wert plus.
Ja, das Spiel ist von HAL Tiefisch. Ja, ist es. Und das ist vor Kirby gemacht worden, soweit ich das noch weiß. Könnt ihr mal auf die Release-Dates gucken, aber ich glaube tatsächlich, dass das noch vor Kirby war, das Game. Weil als HAL Laboratories damals dann Kirby rausgebracht hat, haben die, glaube ich, auch dann erstmal nichts anderes mehr gemacht. Ja, genau, guck mal kurz, weil ich bin mir gerade nicht so 100% sicher. Ui, boah, der Hubschrauber kam gerade fies. Der kam gerade richtig pervers. Ich dachte eben schon, der kriegt mich. Das Game bringt auch den Gameboy stark an seine Grenzen. Also, extrem sogar. Man merkt das Frame-Dropping wirklich hart, wenn keine Sprites mehr auf dem Bildschirm sind. Also, ich höre mal auf zu schießen. Das merkt man sofort, wie schnell das Game eigentlich ist. Aber so wie man dann halt schießt und je nachdem, wie was das auch noch für ein Schuss ist, weil der hier, der ist sehr rechenlastig für den Gameboy. Ah, ich weiß schon mal. Boah, stimmt, hier muss ich ja einmal gegen mich selbst kämpfen. Ja, war doch noch vor Kirby. Wusste ich's doch. Deswegen fand ich es auch schade, weil HAL Laboratories auf denen ihrer Webseite hatten die Tracks mal rausgenommen als Werk, was sie gemacht haben. Also ich finde nicht, dass man sich für das Game hier schämen muss. Absolut nicht. Gut, es ist ein Panzer und das Theming ist irgendwo Krieg, aber das ist kein Grund, das rauszunehmen. Ein knuffiger, kleiner, geiler Panzer mit verschiedenen Schüssen. Das Gameplay ist mega solide. Und es gibt auch ein Game, das ist ähnlich tatsächlich, aber das ist ein Arcade-Game, das heißt TNK heißt das. Das ist allerdings mehr erwachsen gemacht. Also da laufen auch Soldaten rum, die man über den Haufen schießt und ist alles ein bisschen erwachsener einfach. Ist halt auch ein Arcade-Game, muss man dazu sagen. Robin Hood als Munition, genau. Das ist auch jedenfalls extrem solide, kennen aber auch nur wenig Leute. Ich habe jetzt, also auf Twitch habe ich das bisher nur beim Pixel Power gesehen. Da wurde ich dann wieder dran erinnert, dass es dieses Game ja auch noch gibt. Und ich hatte es ja auch mal. Beziehungsweise mein Cousin hatte es und ich habe es öfters mal ausgeliehen gehabt. Ich kam allerdings nie dazu, das irgendwie zu zweit zu spielen. Ein zweites Modul rankommen war irgendwie nie möglich. Zumindest zu der Zeit. Ach shit. Aber egal, der Schuss ist auch gut. Na, wo bist du? Oh, der kommt von hinten, echt jetzt. Ich mag keine Gegner, die von hinten kommen. Also das ist ein Roboter, der versucht mich praktisch tot zu laufen. Der stolpert praktisch in einer Tour, deswegen sieht das so komisch aus. Der fällt praktisch rückwärts. So, ach, jetzt habe ich mich treffen lassen, naja. Alter, was nervt ihr denn da an der Seite so rum? Das Einzige, was bei dem Spiel ein bisschen nervig ist, man kann den Turret nur in eine Richtung drehen. Also er dreht sich immer im Uhrzeigersinn, das kann man nicht verhindern. Das ist bei dem Game einfach so. Weil der Gameboy hat ja nur zwei Knöpfe, der hat ja nur A und B. Und halt Select, aber mit Select kann man nichts ändern. Start geht auch nichts. Wenn man den anderen Knopf festhält, der dreht sich immer im Uhrzeigersinn. Das kann man nicht verhindern, das ist nun mal so. Da muss man mit klarkommen. Aber es ist ja auch nicht so, als hätte man irgendwie einen Zeitdruck. Willst du denn? Da kommt der andere da von hinten. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also das kann ich auch nur empfehlen. Wenn ihr da die Finger dran kriegt, versucht's mal. Ist auf jeden Fall ein schönes Game.
Und halt, wie gesagt, eins von Hell Laboratories ersten Games, die sie je gemacht haben. Soweit ich das zumindest weiß. Yo, übertreibt man nicht, Kollege. Der da voll in mich reinrollt. Ich mag gar keine Gegner, die einfach auf mich zurennen und Kamikaze spielen. Das mag ich überhaupt nicht. Wir müssen tatsächlich nicht die Mitte treffen. Es reicht, wenn wir ihn einfach so treffen. Mag am Anfang ein bisschen irritierend wirken, weil man denkt, man muss auf diesen Kern schießen, aber es ist nicht. Und da einfach so drauf ballern. Ey. Du Nervsack da unten. Baller, baller, baller. Nicht durch. Oh, den nehme ich, den Schuss, der ist gut. Also der ist extrem heftig, der Schuss, der geht halt durch alles durch und hat halt auch noch einen bösen Area of Effect. Da kann man schon viele Sachen einfach abhalten, die einen sonst treffen würden. Zum Beispiel der hier denkt jetzt, dass er mega schlau ist. Man kann halt auch durch Obstacles schießen mit dem Schuss. Das ist auch so ein Ding, was den ziemlich stark macht. Aha, daneben. Ah, okay. Hier durch, einfach durch, durch, durch. Uiuiui. Ach so, ja. Der Clown. Der Clown. Komm, geh down. Ja, von so einem Game könnte es eigentlich mal ein Remake geben. Finde ich schade, machen sie nicht. Eine Spielereihe, die irgendwie keinen mehr interessiert. Obwohl das Ding hier wäre so ein schönes Multiplayer-Ding. Wenn das mit 4 Panzern oder so rumfahren könnte, das wäre mega cool. Boah, die Dicken hier, die hasse ich, die brauchen echt viel Treffer. Und die decken halt auch viel Feld ab, das ist das, was die so ungut macht. Das Schwierige an dem Schuss ist nur, solange er fliegt oder halt auf dem Feld zu sehen ist, boah, kann ich nicht nochmal schießen. Das Ding. Ja, ich bin auch ohne Special Shot gefährlich. Bum, 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 bum. Man sieht auch durch die Gebäude, kann man durchaus auch durch, wenn man möchte. Ja, und die Frame Drops darf man sich nicht drüber aufregen, das war früher normal. Gerade auf dem Gameboy gibt es ein paar Games, die extreme Frame Drops haben. Gerade Capcom war da sehr bekannt für, dass denen das sowas von egal ist. Hauptsache, das Spiel sieht gut aus und lässt sich spielen. Denen war egal, ob da ein paar Frames droppen. Nicht so wie heute. Oh nein, mein Spiel läuft nicht auf 120 FPS. Unspielbar. Muss man lachen, muss ich da. Ich dran denke, früher waren wir glücklich, wenn die Games 22 FPS hatten. Dafür konnten wir sie überhaupt spielen. So Games wie Alien vs. Predator, der erste Teil, als der damals rauskam, da gab es keine Maschine, die schnell genug gewesen wäre. Ja, genau. Weil eben gerade, weil Gargoyle's Quest ist auch sowas. Extremes Sprite Flickering und dass der Sound aussetzt und so Dinge, vollkommen normal. Okay, dann hast du 2 PSP Fett.
Und die 1003 dürfte keine europäische sein. Ich glaube, das ist eine US. Das müsste eine US-PSP sein. Und die 3001er ist die Bright. Ja, das stimmt. Auf dem NES ist das auch so, ja. Auf dem NES war das Capcom genauso egal, wenn die Games halt mal ein bisschen geframedropped haben. Wir sehen jetzt auch gleich was echt cooles. Das ist eine mega geile Designidee, muss ich sagen. Aber dauert noch einen Moment. Ui, jo. Komm mal nicht so nah an mich ran. Boah. Ja, bei den Games ist es manchmal auch besser, einfach zu schießen, damit die Frames runtergehen. Ansonsten wird es schwer, da auszuweichen. Ja, es wird auch noch die größeren. So, und jetzt sind wir im Inneren von einem Panzer, der genauso aussieht wie wir. Ja, der ganz kleine Tank. Der Mammut, der Doppelmammutpanzer sozusagen. Ja, der ist nicht schwer, der Boss. Ach, ist jetzt Boss Rush Time, ist es schon soweit, ja. Ah, okay. Ja, das ist shit. Ja, aber solange sie noch funktionabel sind, geht's ja eigentlich. Boah, ich hasse diesen Homing-Copter da. Einen blöden Rotor, der einem hinterher fliegt. Dreck da. So, jetzt kommt wieder der Tollpatsch. Also der fällt rückwärts. Also das ist schwierig zu sehen so ein bisschen, aber der fällt die meiste Zeit rückwärts. Ja. Und wie gesagt, Ersatzteile, PSP-Ersatzteile sind sehr gefragt. Also sowohl für die Bright als auch für die Fat. Die Fett hat bloß den Nachteil, dass sie weniger RAM hat. Ah, shit, ganz vergessen. Warum fließt er hier durch? Nein, das gibt's nicht. Okay, erst Leben verloren. Das macht nichts. Das ist auch der. Ja, mach das. Guck's mir gerne an. Also ich habe schon ein paar PSPs restauriert. Ich weiß, dass das... Also es ist eine fuddelige Arbeit, weil gerade diese Kontaktkabel innerhalb der PSP, zum Beispiel für den Screen, sind verdammt dünn. Oder auch die Kontaktfolien für die Buttons, für die unteren. Das ist so ein dürrer Kram, man muss da so vorsichtig sein. Gut, was willst du denn? Glaubst du, du hast eine Chance? Du hast keine. Dass du so einen alten Retro-Pionier wie mir kannst du Angst machen. Ja, ich habe aber noch 6 Life. Er gibt auf. Ja, dann ist ja gut, Phoenix. Das ist doch gut.
Ich meine, für die PSP gibt es ja auch ein paar gute Games, so ist es nicht. Ja, dann haben wir jetzt zum Abschluss noch Tracks durchgespielt, deswegen habe ich das eben reingeschmissen, weil ich weiß, dass das Spiel nicht lang geht. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, das macht Pets. Und man sieht hier auf jeden Fall auch schon viele Sachen, die in Kirby dann übernommen worden sind. Wie zum Beispiel eben die Kanone, als sie abgeschossen wurde, dass Trax dann erstmal eine Kugel war. Und dann auf einmal sind ihm die Räder und die Kanone so aus ihm rausgekommen. Das ist ja ähnlich, wie das bei Kirby dann auch ist. Also da seht ihr halt mal, wo das sein... was heißt Origin? Was er halt zumindest als Ideevorlage, was sie da trotzdem mitgenommen haben. So, dann schaue ich mal, zu wem wir raiden. Was wird denn hier gespielt? Wisst ihr, ich schicke euch einfach mal zum guten Pixel Power. Der spielt gerade... Sekunde, bis mein Browser mal geladen hat. Dauert immer ein wenig. Aber ich spiele sogar den zweiten Teil. Okay, Adventures of Pope steht da. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber vielleicht kennt's der ein oder andere, ja, und freut sich, wenn er da... Und außerdem der Pixel Power ist ein cooler Kerl. Sagt mal da drüben nett Hallo. Also morgen weiß ich nicht ganz sicher, ob ich da bin. Morgen soll es nochmal pervers wärmer werden als heute, falls es zu warm wird. Also auf meinem Discord erfahrt ihr das immer, ob ich komme oder nicht. Ansonsten sieht man sich zur gewohnten Zeit. 4 Uhr bin ich ansonsten da. Heute war es eine Stunde später, aber normalerweise bin ich so um 4 Uhr normalerweise da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sagt mal nett beim Pixel Power Hallo. Und danke euch natürlich fürs Zuschauen. Bye, bye.